14-jähriger Stöttke bist du zurück nach Lübeck und bist dann da wieder auf welche Schule? Real oder was? Oder Gymnasium? Zurück aufs Gymnasium, Leistungsdruck. Meine Eltern hatten uns Kindern, ich habe eine ältere Schwester, hatten uns Kindern von Anfang an gesagt, alles unter Abitur ist gescheitert. Das nennt man klassisch Leistungsdruck. Krass. Ja. Mein Wiedereinstieg ins Gymnasium hat stattgefunden mit nur 5 und 6 auf dem Zeugnis. Okay. Sitzen geblieben, wieder nur 5 und 6, jeden Tag Nachhilfe, kann man sich die Stimmung bei mir vorstellen. Aber woran lag das? Was würdest du selber sagen, woran das lag? Ja, erstmal habe ich keinen Anschluss wieder gefunden bei meinem alten Freundeskreis mit 10, ja, den ich vorher hatte. So Freundschaft mit 10 sind da halt noch nicht so, ne, ist, Naja. ne, sind halt Spielkumpels, ne? Und ich war unglücklich, ich wollte aus England nicht weg, ich war todtraurig. Vom Gehirn her war das keine Frage von allen, aber ich hatte andere Themen als Schule. Weißt du, Ja. ich wollte zurück nach England, ich habe keinen Anschluss gefunden und habe auch auf die Schule geschissen und bin dann hart in eine Rebellionsphase gegangen. Okay, also dann bist du zweimal quasi sitzen geblieben dann. Nee, ja, ich bin nachher nochmal sitzen geblieben. Aber also als die noch alle mit dem Fahrrad kamen, bin ich schon mit dem Auto lang gepäst gekommen. Wie? Und Ja, wie? wie bitte? Ja, wie? Wie geht das? Zweimal sitzen bleiben? Nee, ich meine mit dem Auto fahren, wenn alle noch Fahrrad fahren. Naja, wenn ich zweimal sitzen geblieben bin, war ich 2 Jahre älter. Die waren 16, ich war 18. Ach, du meinst dann später, okay. Ja, später. Aber du bist auf der Schule geblieben trotzdem? Nee, ich bin dann runtergeflogen vom Gymnasium, dann auf die Realschule. Und dann auf der Realschule, dann so mit 15, 15,5, habe ich sehr intensiv hassen gelernt. Okay. Und das hat leider sehr gut geklappt. Ich habe als erstes sehr intensiv meine Eltern gehasst. Ja, warum habt ihr mir das angetan? Warum sind wir ausgewandert? Warum sind wir zurückgewandert? Also diese Vorwürfe, Ja. ja, ganz massiv. Und ja, jetzt könnte man denken, wie kommt man dann sozusagen zum Rechtsextremismus? Wie kommt man dann in die Neonazi-Szene? Dann sagen ganz viele, sagen dann so, ja, über falsche Freunde oder so, ja. Aber das war es gar nicht erst so. Ich hatte eine Anti-Haltung erstmal so gegen diese Leistungsgesellschaft, so scheiß Kapitalismus und scheiß Leistungsdruck und habe dann eine kurze Zeit so in der Punk-Szene verbracht, so ein halbes Jahr. Aber das war mir so zu schmuddelig. Ich habe da auch mit niemandem so connected, weißt du, so hat einfach nicht hingehauen. Ja, da warst du 16, 17? Da war ich, ja, 15,5. Okay. 15,5 eher. Ja, Pubertät kickt hart rein und ich habe dann andere auch getroffen, die auch wütend waren gegen irgendwas. Und wir haben uns dann mit Musik beschäftigt und sind dann sehr schnell an den Rechtsrock gekommen. Und der hat mich mega krass fasziniert. Und der hat mir leider auch was gegeben. Deswegen ist er ja auch so gefährlich. Ja, aber wie kann das passieren? Du hast deutsche Freunde, die sagen, hör dir das mal an. Ich meine, der Übergang vom Punk zu Rechtsrock, ist der, würdest du sagen, der ist fließend oder was? Das hört sich irgendwie nicht so an. Ist überhaupt kein Problem. Gibt es ganz viele. Es gibt auch jetzt viele, viele Altpunks und viele Altlinke, die jetzt auch überschwappen zu rechts. Das ist nicht so ein seltenes Phänomen. Okay. Weil du sowieso eine Anti-Gesellschaftshaltung hast. Ja, und dann ist dieser Wechsel relativ leicht. Ich will jetzt nur niemanden fronten hier, aber das funktioniert schon. Aber darfst du nicht vergessen, ich war ein junger Mann, ich hatte kein Weltbild, verstehst du? Ich hatte keinen Halt, ich hatte Stress mit meinen Eltern, Stress Schule und ich war dankbar, auf einmal diese kleine Gruppe zu haben. Und der Rechtsrock hat ja mir was gegeben. Jetzt, wenn man über Rechtsrock spricht, dann denken ja viele, das geht so, wir singen gegen Schwarze, wir singen gegen Juden, wir singen gegen Demokratie, ja, gegen ja, alles Mögliche. Aber die Musik hat mir was ganz anderes gegeben, mein Lieber. Hast du eine Vorstellung davon? Ja, Ventil, oder? Das Ventil spielte auch eine Rolle, und aber noch was ganz anderes. Dass du dich verstanden fühlst. Ja, die haben mich abgeholt. Die haben gesagt, du bist was Besonderes. Ja, du kannst stolz auf dich sein. Hier gibt es Familie, hier gibt es Anerkennung, Wertschätzung. Du gehörst zu einer Elite. Und Das haben natürlich alle anderen verpasst. Die Schule hat Druck gemacht, meine Eltern haben Druck gemacht und diese Musik hat mich aufgefangen. Und ich habe dann mich völlig in dieser Musik verloren und habe dann auch sehr schnell und freiwillig und ganz bewusst dieses Weltbild angenommen. Okay, aber war das dann unterschwellig in diesen Songs so nach dem Motto, also du gehörst zur Elite, pipapo, wie damals dieses
Herrenrassending, so nach dem Motto, du bist was Besonderes, du bist deutsch, du bist Arier, du bist was Besonderes, lass dir nichts erzählen, okay. Und dann aber gleichzeitig unterschwellig noch dieses Feindbild des Ausländers irgendwie darunter mischen, oder was? Na, na, das schwingt alles mit. Verstehst du, du konsumierst ja, das ist ja ganz breit aufgefächert. Hm. Ja, und das hat alles mit reingekickt. Das war jetzt nicht so, dass mich nur eine Sache abgeholt hat, sondern alles so drumherum. Und auch so damals, ich weiß, kennt deine Community noch CDs oder wie alt seid ihr da alle? Nee. Wir sind fortgeschritten auf jeden Fall. Das ist kein normales Twitch-Publikum hier. Okay, also ja. CDs. Und dann gab es diese CDs und da standen dann damals, weißt du, so das typische Bild noch von diesem Skinhead, weißt du, so irgendwie Hosenträger, Polohemd an, Stiefel, Hose und die standen so auf dem Cover, weißt du, haben Harten gemacht. Und da habe ich als 15-Jähriger diese CDs in die Hand bekommen und habe gesagt, boah, sind das Männer, sind die krass, Alter, die werden bestimmt gefürchtet, Alter. Ja. Wie geil ist das denn, so will ich auch sein. Die sehen ja auch gefährlich aus, ich weiß noch. Die sehen nicht nur gefährlich aus, die sind leider auch gefährlich. Ja. Ich weiß noch, was waren das nochmal? Fred Perry, Lonsdale. Es gab ja dann wirklich so Marken. Also ich war natürlich offensichtlich niemals drin, so, aber man hat so ein paar Sachen. Ich hatte sogar mal einen Mannschaftskollegen, als ich 17, 18 war, der hat Eiskalt Onkels gehört und hat mir da auch so Lieder gezeigt. Natürlich waren da auch Lieder dabei wie, wie hieß denn das nochmal? Türke, blablabla, irgendwie sowas. Aber ja, da war Standard, Türke, was hast du getan? Ja, aber da war zum Beispiel auch ein Song dabei, den feiere ich bis heute. Also, nur die Besten sterben jung. Heißt der so? Ja, das ist von den Onkels, ja. Ja, wir waren mehr als Freunde, wir waren wie Brüder. Ich habe mich damit natürlich auch nicht befasst, so was die wann gemacht haben, weil da gibt es auch verschiedene Theorien. Die waren mal rechts, die sind dann nicht mehr rechts gewesen, die sind so. Ja, also zu meiner Zeit galten die Onkels schon als Verräter. Okay, krass. Ja, ach so. Da. Die hatten dann eine Platte rausgebracht, wo sie gesagt haben, ich sehe braune Scheiße marschieren. Und von daher galten sie da schon als Verräter. Natürlich ziehen die immer noch so ein bisschen, ja, die ziehen schon noch ein merkwürdiges Publikum manchmal an. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ja, aber die Szene, also eure Szene damals hat ja krass von denen profitiert, oder nicht? Ich habe ganz viele Rückmeldungen von Ehemaligen, die auch radikalisiert waren, auch im Rechtsextremismus, die sagen, die haben den Einstieg über die Band gemacht. Ich kriege da mal sehr viel Hate so aus dieser Onkels-Community, ne? Mhm. Aber es ist nun mal so, die müssen sich auch ihrer Verantwortung bewusst sein. Immer nur zu sagen, ja, war nicht so und ist nicht so. Doch, war so, Digga. Ja. Und dann warst du da drin, hast die Songs gehört und du bist sauer, du bist im Privatleben gefrustet, hast aber dann, ich nenne es jetzt einfach mal so eine Bruderschaft, wo, so ein Verein, wo du halt hingehen kannst und triffst dich da mit denen, Gleichgesinnte. Dann, was natürlich auch noch krass ist, ist natürlich diese Uniformierung, ne? Dieses Gleichstellen, dieses Haare ab. Klar, dieselben, schmeißt die Gruppe zusammen. Dieselben Klamotten tragen und so. Und dann kriegst du ja teilweise auch, dann redest du ja nur mit deinesgleichen und bekommst so, und hast dann Scheuklappen auf und kriegst gar nicht mit, dass es andere korrekte Leute gibt und die, das, was du im Fernsehen siehst, ist ja eh alles dämonisiert und was du in der Schule hast, ist ja auch alles scheiße und deine Eltern haben keine Ahnung und du bist ja eh schon vorher der Meinung gewesen, dann gehst du wahrscheinlich in diesen Strudel da rein, oder? Genau so einfach ist es. Genau so einfach, ja. Und du fühlst dich auf einmal gut und du fühlst dich elitär, du hast diese Gruppe. Ich habe mich von meiner Familie abgewandt und habe mich nur noch dem Rechten hingegeben. Ja. Habe das als meine neue Familie angesehen. Aber haben deine Eltern nicht unfassbare Ängste gehabt, ey? Naja, das Problem war, dass meine Eltern eher auf dem Trip waren, das legt sich schon irgendwie wieder. Sowas? Ja, ja, wir reden aber auch Anfang der 90er, Wiedervereinigung, Deutschland, verstehst du, das war, mein Vater war auch sehr unglücklich, dass er aus England wieder weg musste von seinem Job und meine Eltern sind Kriegskinder, 42 und 43 geboren. Okay. Das sind jetzt nicht die größten Emotionspandas, ne? Also ja. die kommen jetzt nicht jeden Tag an und sagen, Philipp, lass dich mal drücken, ne? Okay, ja, stimmt. Andere Generation, ich bin jetzt von meiner Mutter zum Beispiel ausgegangen, die ist jetzt irgendwie, glaube ich, 56er, 58er Jahrgang und da war es anderes, man, die wird in 60ern groß, 70er, da ist hier schon mit da geht das Ganze emotional schon ein bisschen, stimmt, dass diese Kriegsgeneration ist natürlich emotional hart abgestumpft und das natürlich, boah, das ist so ein gefährlicher Tornado, der dann um dich rum quasi so dafür gesorgt hat, dass du dann wahrscheinlich auch, aber wie kann ich mir denn so ein, habt ihr sowas wie ein Clubhaus gehabt oder habt ihr draußen irgendwo abgehangen? Naja, wir hatten dann
wir hatten dann spezielle Kneipen. Dann gab es auch eine Kneipe, die hieß das Onkels, ja, wo man sich dann getroffen hat und andere Treffpunkte. Ich bin dann meine ersten Parteien eingetreten in die NPD, Republikaner, bin zu Demonstrationen gefahren, auf Konzerte gefahren und so weiter. Und man hatte immer Treffpunkte. Das ist auch das Erste, was ich heute immer empfehle, wenn sich irgendwo Nazis oder Neonazis, Rechtsextreme aufhalten. Man muss versuchen, dass sie keine Treffpunkte kriegen. Ja, aber das ist schwierig, ne? Ist schwierig, klar. Das aber da muss man als demokratische Gesellschaft alle Mittel und Möglichkeiten des Rechtsstaates versuchen, das zu verhindern. Ja, aber wie ist euch denn damals, also ich meine zum Beispiel, ich bin ja auch ich bin in den 90ern groß geworden, hab dann damals, dann war ja hier Solingen, Rostock und dann bekommst du das als Kind das erste Mal mit Fremdenhass. Da war in der Bundesliga so, mein Freund ist Ausländer und dann bekommst du erstmal mit, okay, Leute werden hier wirklich umgebracht, weil Leute der Meinung sind, die gehören hier nicht hin, aufgrund von der Herkunft, aufgrund von der Hautfarbe und dass es sehr, sehr gewalttätig ist. Und dann siehst du diese Dokus und denkst dir so, boah, also das sieht, diese Gruppierungen sehen so angsteinflößend und so gefährlich aus und so radikal aus und das sind sie ja auch. Aber ist einem das, wenn du da selber drin bist, hat man dann ein Gefühl von Macht? Da Macht spielt natürlich eine große Rolle über die Gruppe. Ich habe ja auch mein Leben lang Respekt und Angst verwechselt. Ja, ich habe ja immer gedacht, ich werde respektiert, dabei habe ich nur Angst verbreitet. Ja. Von daher hat das natürlich viel damit zu tun, dieses Auftreten. Ich war jetzt auf einmal nicht mehr der so Schulversager am Anfang. Weißt du, ich habe ja nachher noch einen guten Abschluss hingelegt und was weiß ich. Aber ich habe mich aufgewertet nachher über diese Gruppe, über dieses Erscheinungsbild. Und das, was du natürlich sagtest mit den Anschlägen, haben wir in den Medien anders wahrgenommen. Extremisten sind sehr gut da drin, sich ihre Wahrheit hinzudrehen. Und das ist egal, ob es Islamisten sind, Rechtsextremisten oder Linksextremisten. Okay. Also wie habt ihr das denn wahrgenommen dann? Ja, ich hoffe, du kannst Real Talk ab und reduzierst mich nicht auf meine alte Meinung, sondern schätzt mich als den neuen Philipp. Aber wir sind hier für Real Talk. Voll, das Format heißt Sag ihm, ich bitte dich, klar. Okay, ich verstehe die Frage nicht, aber... Nein, also ist das so, die Welt wurde uns dann hingedreht und gesagt, naja, wenn die Leute nicht kommen würden in unser Land, dann würde denen ja auch nichts passieren. Okay. Es ist rein theoretisch deren Schuld, dass sie hierher kommen. Das ist die einfachste Variante. Das ist krass und das glaubt ihr dann auch, ne? Das glauben viele. Heute wird es anders gemacht. Also heute verurteilen Rechtsextremisten ja auch so einzelne Anschläge und so weiter, ja, um mainstreamiger zu werden. Aber Extremisten können sich alles hindrehen. Ja. Ja, heute ist es ja fast noch gefährlicher, weil damals war es halt so klar. Es war halt so, okay, die sind aggressiv, die zünden Ausländerheime an, die verprügeln Ausländer. Aber heute wird es natürlich cleverer gemacht, auch durch Social Media, hat natürlich Vor- und Nachteile. Und ich will gar nicht wissen, wie perfide das von solchen Organisationen dann auch genutzt wird heute, ne? Und heute wird ja dann gesagt, wir müssen das, lass uns das nicht mehr so offensichtlich so radikal machen, sondern wir müssen das schon cleverer machen, um die Leute auch mehr werden zu lassen, ne? Das ist der Kampf um die Mitte. So, also ich war noch dabei, Anfang der 2000er gab es intern so Manifeste in der rechtsextremen Szene. Ja. Wo dann drin stand, wir müssen raus aus der Subkultur, wir müssen unseren Stil ändern, wir dürfen nicht mehr als schlägernde Glatzköpfe dargestellt werden. Wir müssen gesellschaftsfähig werden. Ja. Und weißt du, was das Problem ist? Es hat leider ganz gut geklappt. Ja, es hat, also, ich bin politisch gar nicht bewandert, ne? Aber ich habe natürlich auch mitbekommen, dass es einfach, was für mich ein Wunder, also, was heißt ein Wunder? So, du bekommst voll viel mit. Natürlich hat seit dem 11. September hat natürlich viel dazu beigetragen, dann Charlie Hebdo und es gibt genug Sachen, wo man sagt, okay, extreme Islamisten, da so eine Dämonisierung hinzubekommen gegen den Islam oder gegen Islamisten ist natürlich super leicht und spielt den natürlich auch in die Karten. Heute wird es natürlich ekelhafter, cleverer, ja? Das Problem ist, dass Islamisten und Rechtsextremisten sind sich sehr viel ähnlicher, als die meisten das denken. Die spielen sich gegenseitig sehr, sehr gut in die Karten. Also, ich will jetzt hier keinen Geschichtsexkurs machen, aber auch Hitler hat sich mit dem Großmufti von Arabien getroffen damals. Ja. Und es war auch geplant, dass es ein großarabisches Reich neben dem Großdeutschen Reich geben sollte. Okay. Weil gewisse Strukturen und Mechanismen in beiden Milieus sehr ähnlich sind. Das ist auch in der Wissenschaft mittlerweile, in der Extremismusforschung, also mittlerweile sehr fortgeschritten. Okay. Die sind leider Brüder im Geiste oft.
Ja, das ist krank. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ja einfach heute im Bundestag immer noch, oder dass generell zur Wahl immer noch Parteien zur Wahl stehen, wo das einfach deren Agenda ist. Immer noch. Ja, aber guck mal, mein Lieber, ich sag das so, guck mal, zum Beispiel reden so viele über die NPD. Die NPD, die NPD ist eine Leiche, nur sie weiß es noch gar nicht. Ja, die haben 4.500 Mitglieder bundesweit oder so, haben keine Finanzkraft, haben keine Möglichkeiten. Da lohnt sich das ganze Verbotsverfahren nicht, weil man sie wichtiger macht, als sie sind. Und ein Land mit 83 Millionen Einwohnern kann die ab. Safe. Das viel größere Problem ist die zum Beispiel zur AfD wählen und wir haben gesehen, was für radikale Kräfte in der AfD sind. Ja, ich scheue mich davor, immer den Nazi-Begriff zu schnell zu benutzen. Das ist gefährlich. Ja, also nicht jeder Rechtsextremist ist ein Nazi, aber jeder Nazi ist ein Rechtsextremist. Da kann man mal kurz drüber nachdenken. Verstehe. Aber das Gefährliche ist jetzt an denen ist, dass Leute, die sich erstmal dafür entscheiden, dass die sich nach und nach radikalisieren und die AfD hat mit Leuten wie Björn Höcke und so lupenreine Rechtsextremisten, Neonazis in ihren Reihen. Und da radikalisieren sich Leute. Das ist viel gefährlicher als so Parteien, die sich wirklich dieses Nationalsozialistische so auf die Fahnen schreiben. Da gibt es auch den dritten Weg, so eine Kleinstpartei und so. Da sage ich immer, komm, lass die da rumhampeln, die haben keine Macht, die haben keinen Nix. Von denen Ja, geht keine Gefahr aus, ja. viel wichtiger sind die so viele aus der Mitte abgreifen. Ja, aber nochmal zurück zu dem, also ein bisschen chronologisch. Was war denn jetzt so? Habt ihr eine Agenda gehabt oder wolltet ihr einfach nur Stunk machen oder gefährlich rüberkommen oder habt ihr auch habt ihr einen Plan gehabt? Dass man sagt, wir machen jetzt, die und die Schachzüge brauchen wir müssen Leute rekrutieren, wir müssen hier gucken, dass wir die Partei supporten. Was war eure Agenda? Ja, da müssen wir jetzt, das ist jetzt eine längere Geschichte. Ich war im Rechtsextremismus freiwillig gefangen für über 12, 13 Jahre. Krass. Und das ist kein linearer Werdegang, verstehst du? Also besonders in jungen Jahren, 16, 17, 18, wurde ich auch parallel Gewalttätersport beim VfB Lübeck, beim HSV, habe mich beim Fußball rumgeprügelt, bin zu Demonstrationen gefahren, um mich mit Polizei und Linken zu prügeln. Natürlich, wo ich älter wurde, gab es andere Agendas, wo es dann sehr viel politischer wurde, wo ich mich mit dem Nationalsozialismus befasst habe. Ja, also da gab ich hatte auch eine Phase von 2 Jahren, wo ich irgendwie 19, 20, 21 war. Da habe ich mir so ein Leinenkleid genäht und bin mit irgendwelchen Kameraden und so einem Lagerfeuer im Wald gehopst und habe Odin beschworen. Ja, das ist so immer ganz unterschiedlich. Ja, da gab es ganz unterschiedliche Thematiken. Aber wo wir immer uns einig waren, war ganz klar der Rassismus. Der Antisemitismus und die Fremdenfeindlichkeit natürlich. Ja, aber hast du auch zu irgendeinem Zeitpunkt mal zu den Holocaust-Leugnern gehört? Ich habe den Holocaust geleugnet, also innerhalb der Gruppe. Ich habe aber nie daran geglaubt, dass der Holocaust erfunden wurde. Ich habe das geleugnet aufgrund eines gewissen Gruppendrucks, weil es zum guten Ton gehörte, unter Neonazis den zu leugnen. Aber ich hab schon immer gewusst, dass es den gab. Ich habe ihn aber heruntergespielt, habe gesagt, naja, 6 Millionen waren es nicht. Und wenn es ein paar hunderttausend waren, dann waren die auch aufmüpfig. Hat man sich auch Krass. wieder so hingedreht. Ja. Aber ist das nicht, also heute, wenn du das, was heute solche Sätze sagst, dann muss einem das doch so absurd vorkommen, oder? Dass man sowas überhaupt sagt. Ja, ich kann dir das sagen, wenn ich so alte Bilder und Videos und so von mir sehe, da denke ich manchmal, ich gucke eine andere Person an, weißt du? Da frage ich mich, meine Güte, Digga, was war los bei dir? Was für ein empathieloser Bastard warst du? Ja, und was ist aus diesem 10-jährigen fußballspielenden Jungen geworden, der auch Feuerwehrmann werden wollte? Und was ist aus dem geworden? Und ich gucke das natürlich voller Abscheu an. Aber ich bin ja hier für Real Talk und nicht hier, um von irgendwelcher Community Applaus zu kriegen, weil mir Nee, das nee, nee. scheißegal ist. Nee, nee, nee. Das ist sowieso nicht der Ambach hier. Aber wie ist. Seit. Wie habt ihr denn im sozialen Leben dann überhaupt stattgefunden? Ich meine, ihr habt da eure Kneipen gehabt, pipapo. Aber ich meine, du bist ja auch mal alleine irgendwo hingegangen. Du bist ja auch mal alleine irgendwo mit dem Auto hingefahren oder keine Ahnung. Oder wolltest du mal irgendwie. Bist mal irgendwie. Du bist ja auch mal im Plus oder in Aldi gegangen. Und hast du das da auch so nach außen hingetragen? Also Oh ja. war jedem im Aldi klar, okay, der ist rechts, Und oder hast du das da so Nazi. ein bisschen Ja. kaschiert? Nee, 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 nee. Schon ganz, ganz offensichtlich, ganz zur Schau getragen.
ist halt auch ein anderes Pflaster als Berlin, Köln oder irgendwie sowas. Ja, das muss man auch mal sagen. Ja. Je dörflicher die Strukturen werden, umso mehr Akzeptanz gibt es teilweise. Okay, krass. Und wenn da jetzt zum Beispiel du stehst beim Supermarkt an der Kasse und da sind, keine Ahnung, zwei, drei Türken oder zwei, drei Schwarze gehen da einkaufen, wird dann böse geguckt. Deinerseits wird dann, sind, wie sind die Leute auf, also haben, wie haben die auf dich reagiert? Das ist ein Samurai. Es gab natürlich immer mal Konfrontationen, aber ich habe das schon spüren lassen, dass ich herabgucke. Ja. Kann man ja so trainieren. Ja. Aber man muss sich das nicht so vorstellen, dass man jeden Tag aus der Tür geht und dann nur auf Hass ist. Also ich war zwar Dauer auf Hass, aber ich bin jetzt nicht jeden, den ich gesehen habe, angegangen oder habe den bepöbelt oder so. Das war nicht so eine Strategie. Okay. Und wie sieht das mit, gibt's überhaupt Frauen bei euch? Ja, ja, also natürlich gibt es Frauen, aber spielen eine untergeordnete Rolle und es ist immer Frauenmangel im Bereich des Rechtsextremismus. Ja. Wer will, ja, ist leider so. Also alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. Ich meine, Frauen sind ja nicht, sind ja nun mal das cleverere Geschlecht so. Also wenn du als Frau in so einer, also wenn du Bock auf diese Gruppe hast, da ist mit dir, glaube ich, auch irgendwas falsch, ne? Aber da habt ihr schon dann so Macho-Gehabe natürlich raushängen lassen wahrscheinlich, ne? Ja, ist schon eine sehr hypermännliche Szene, ne? Du musst wissen, wo dein Platz ist, ja, und wie du funktionieren hast. Du darfst schön aussehen, aber du darfst nicht so richtig mitmachen. Das versuchen Rechte heute auch neu zu machen, die moderne Rechte, ja, schieben ganz viele Frauen vor. So zum Beispiel die Identitäre Bewegung arbeitet mit sehr vielen jungen Frauen. Okay. Die dann, wie werden diese Leute also heutzutage, wie werden die rekrutiert? Ich würde sagen, großteils übers Internet. Okay. Ja. Und über Social Media und die kriegen dann ja auch, das sind auch viele Suchende, du wirst das ja auch wissen oder viele von deiner Community, dass auch junge Leute manchmal nach größeren Dingen suchen als nur das neue iPhone und eine neue Platte von Tupac. Ja. Ja, aber der lebt nicht mehr, das weiß ich mittlerweile. Ja. Und was verpasst worden ist, ist, dass teilweise Begriffe wie Heimat und so weiter nicht mehr besprochen werden dürfen. Weißt du, wenn jemand über Heimat spricht, dann, oh, der ist rechts. Ja? Okay. Oder du sprichst über Identität, dann heißt es, oh, der ist rechts. Ja. Und das ist sehr schade. Und diese jungen Leute suchen dann manchmal nach Antworten und dann stoßen sie leider irgendwo vielleicht auf Rechtsextremisten, die diese Frage beantworten. Und das ist halt die große Gefahr. Dann fühlen die sich da abgeholt und die berieseln die ja auch. Das ist ja auch meine Kritik am Algorithmus von YouTube. Ja, beschäftigst du dich mit einem Video, machst den Rechner nächstes Mal an und wirst bombardiert wieder mit dem gleichen Mist. Ja. Ja, das heißt, so ein junger Mensch, der für die Schule ein Referat über Rechtsextremismus machen soll, der googelt irgendwas oder guckt bei YouTube irgendwas und die nächsten 10 Mal, die er den Rechner anmacht, kriegt er das alles vorgeschlagen, fängt an, das zu konsumieren. Ja, ja, und so ein junges Gehirn ist halt empfindlich für Botschaften. Ja, Extremisten geben sich auch ganz clever, die sagen, oh, schwierige Frage der Welt, aber wir haben eine Antwort. Mhm. Ja, und das funktioniert leider. Es funktioniert leider. Ja, es ist so, so schwer, sich vorzustellen. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also so Begriffe wie Heimat und Identität und so. Was für eine Jugend muss man haben, um überhaupt im Internet nach irgendwas zu suchen, außer irgendwelchen Referatsinhalten, sage ich jetzt mal, oder Sachen, die irgendwie deine Hobbys sind. Ich glaube, da muss man seine eigene Bubble so ein bisschen verlassen. Ja, also die Gesellschaft ist sehr vielfältig und junge Leute fragen sich die unterschiedlichsten Themen. Der eine interessiert sich für Musik, der andere für Sport und der andere fragt sich, warum die Welt unfair ist oder warum das Klima kippt oder warum funktioniert Gesellschaft aus deren Sicht nicht und so weiter. Und von daher muss man da so ein bisschen so die Perspektive wechseln von jungen Leuten. Vielleicht ist auch einfach mein Denkfehler, dass ich mich an meine Jugend erinnere und da gab es einfach kein Internet. So einfach ist das ja. Also die Möglichkeiten hatten wir ja gar nicht. Also du konntest Fernsehen gucken, öffentliches Fernsehen so, Internet gab es nicht und sonst Input hast du von deinen Freunden. Und wie sollst du damit in Berührung kommen, über deine Kollegen, mit denen du einfach Fußball spielst oder deine Hobbys irgendwie frönst. Aber klar, Internet ist hart gefährlich, glaube ich, wenn du in dem Alter bist, wo du jetzt schon sagst, wo du in der normalen Welt ohne Internet schon irgendwie in den rechten Strudel reingeraten bist, will ich gar nicht wissen, wie einfach das heute ist. Das ist ein Denkfehler von mir wahrscheinlich, ja. Es ist leider sehr einfach, ja. Das ist wirklich das große Problem. Aber wie,
Würdest du sagen, es gab dann auch so einen Klimax? Hat sich das irgendwann zugespitzt? Was würdest du sagen, was war so deine Hochzeit, als du in der Gruppierung warst? Wie alt warst du da und was hast du gemacht? Ich hatte schon 4, 5 Jahre der Hochzeit, so mit 21, 22. Ich habe mich nach meiner Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann selbstständig gemacht mit einem Neonazi-Versandhandel. Hab dann auch Rest. Was? Wie? Ihr habt Ja, also da so kannst du ein kein. Nazi-Merch oder was? Nazi-Merch, ja. Und Scheiße. hab den dann produziert. Ich habe auch über 100 CDs produziert mit Rechtsrock weltweit. Hast Das Business war gemacht. schon. Du hast Business Was? gemacht. Ja, yeah, genau. Und das war dann quasi auch dein Job oder was? Anfang der Das war auch mein Job, 20er? ja. Das war auch mein Job, so 6, 7, 8 Jahre lang, ja. Krass, ich denk mir so, wie kann man davon leben? Aber auf der anderen Seite denke ich mir, du wirst wahrscheinlich jetzt nicht. Vielleicht haben, also ich habe ja meinen, zum Beispiel meinen Battle Rap Cynic Merch habe ich ja auch. Und ich denke mal, wenn ihr jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr verkauft habt als ich, Tonträger, Klamotten und so, dann kommt ja auch ein bisschen was zusammen. Das heißt, man kann ja wirklich auch davon leben, ne? Also ich hatte sogar 2 Angestellte. Also Krass, Alter. ich hatte 3 Läden. Ich hatte auch in Berlin einen Laden. Wo denn Den hier? Parzival-Laden. Ich glaube Hohenschönhausen oder so. Oder Hohenschönhausen. Hohen. Nee, Schöneweide. Schöneweide, glaube ich. Okay. Warte mal. Parzival-Laden. Ich muss das selber googeln. Ja. Erzähle ich gerade bei YouTube die Story. Ich vergesse das immer. Warte mal. Da gab es eine Antifa-Demo auch gegen meinen Laden und so. Ja. Da, Nazis attackieren der Betreiber des Ladens in Oberschöneweide. Oberschöneweide. Okay, da weiß ich nicht, wo das ist. Hohenschönhausen hätte ich gewusst, aber. Das soll mal so eine rechte Hochburg auch gewesen sein. Da hat jemand aus Berlin für mich den Laden betrieben. Ja. Also richtig Netz gesponnen. Du warst in Lübeck, aber hast einen Laden noch in Ich Berlin bin dann auch. von Lübeck nach Wismar gezogen. Dort war dann meine Base 14 Jahre lang und habe dann einen Laden in Wismar gehabt, in Berlin und in Hamburg und habe dann noch einen illegalen Versandhandel aufgemacht in Finnland oben, ja. Und habe einen Tattoo-Laden aufgemacht in Wismar. Also so ein ganzes rechtes Netzwerk gespannt. Wie ein illegaler Laden in Finnland. Ja, den habe ich aufgemacht, um in Finnland ist das Hakenkreuz und das Singen gewisser Lieder nicht verboten. Aber Finnland ist in der EU und dann habe ich aus den USA illegale Musik bestellt nach Finnland und habe sie dann zollfrei von Finnland an die Kameraden nach Deutschland geschickt. Bis dann das BKA mit einer riesen Aktion von Deutschland nach Finnland geflogen ist und den Laden zerschlagen hat. Ist eine sehr interessante Story. Krass. Und dann, ja, dann war wahrscheinlich so die scheiß Bullen, weil du hinterfragst ja nicht, was du selber machst, sondern Ja klar, ist die der Staat Polizei. hat Schuld. Ja, Der krass. Staat lässt unsere Meinung nicht zu. Klar, ist eine Meinungsdiktatur. Krass. Und vor allen Dingen, wenn solche, also stell mir das vor, wenn ich auf dem Schiff jetzt schon irgendwie bin, wenn dann solche Sachen passieren, dann trägt das ja einfach nur noch dazu bei, dass du noch extremer wirst und noch mehr Hass bekommst und noch mehr hinter diesem ekelhaften Gedanken stehst als vorher, ne? Ja, du radikalisierst dich immer weiter, ja. Du nimmst immer mehr Feindbilder an. Ich habe nachher so viel gehasst, dass ich gar nicht mehr wusste, wen ich eigentlich noch liebe. Ja, aber hast du zu irgendeinem Zeitpunkt auch mal eine Freundin gehabt? Ja, immer wieder. Ich bin jetzt vielleicht alt und nicht mehr so hübsch, aber ich hatte immer wechselnde Partnerinnen. Ja, wir haben nichts anderes befürchtet. Ich meine, für 42 siehst du auch gut aus. Bist du wahrscheinlich, wie groß bist du? 1,92. Ach so, ja, okay, boah, da bist du ja noch richtig stattliche Gestalt. Ja, nee, das habe ich auch nie bezweifelt irgendwie. Aber ich stelle mir da halt den Cut super hart vor. Du stehst halt auf so. Bist schon sauer aufs Frühstück, gehst in die Kneipe, hast auch wieder Hass und dann sollst du aber Händchen halten und streicheln oder was? Das Problem ist, dieses Problem haben ja nicht nur Extremisten, Rechtsextremisten, sondern Kriminelle auch. Das Ja. Problem ist, du kannst nicht den ganzen Tag auf Hass sein und auf Geld verdienen und einen harten machen und dann 19 Uhr den Hut am Kleiderständer aufhängen und dann abends der liebende, umsorgende Partner und Vater sein. Ja. Das funktioniert nicht. Ich habe es versucht und das wäre auch eine bipolare Störung. Und es funktioniert nicht, aber man redet sich das ein. Aber du darfst auch nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt habe ich alles immer, ich habe die Bewegung und die Gruppe immer über die Partnerschaft gestellt. Also die Ja. Frauen, mit denen ich zusammen war, wussten immer, sie sind nur zweite Wahl. Okay, krass. Warst du denn jetzt in deiner Gruppierung, hast du da selber nochmal einen Sonderstatus gehabt? Also warst du schon einer der Leute, die zu denen aufgeguckt wurde? Ja, ich hab dann eine Kameradschaft gegründet, die ich dann auch als
sogenannter Präsident geführt habe und ich war schon eher die Führungsperson oder immer die Führungsperson gewesen. Kameradschaft, Alter, diese alten Begriffe sind auch. Hier schreibt auch gerade einer im Chat, der Mann kann gut reden. Das natürlich in meinem Fall jetzt, wenn du Entertainment machst, ist es immer von Vorteil oder wenn du jetzt freestylst, aber umso gefährlicher ist es natürlich auch, wenn jemand in deiner Rolle, in der du warst, auch noch gut reden kann, ne? Und vernünftig Ja, also aussieht. es ist, Dankeschön. Ja. Also das in einer Doku, also ich sag schon mal allen, Dienstagabend 20:15 Uhr auf ProSieben, Jenke Crime, da bin ich dran mit meiner Doku, 2 Stunden. Nächsten Dienstag? Ja, nächsten Dienstag, 20:15 Uhr, Pro Jenke 7. Crime, da bin ich dran. Jenke Crime. Okay, krass. Fernsehen. Genau. Und ich habe schon mal eine andere Doku über mein Leben wurde schon gedreht und da hat mich auch jemand Menschenfänger genannt. Ja, genau. Das wollte ich auch gerade Und sagen, ja. aber heute versuche ich Menschen zu fangen im Guten und dann denke ich, geht das in Ordnung. Ja, klar. Also, ich meine, du hast dir ja quasi, da kommen wir ja später noch zu, jetzt für den Rest deines Lebens auferlegt, irgendwie. Die Schmach, die du irgendwie 14 Jahre verbreitet hast, irgendwie wieder gut zu machen. Ne? Aber du hast, ne, also diese alten Begriffe sind auch so, Mann, Alter, das sind eigentlich Sachen wie Heimat ist eigentlich positiv behaftet, Sachen wie Kameradschaft sind eigentlich positiv behaftet, aber dadurch, dass ihr das benutzt, werden diese Begriffe voll ins Negative so gezogen. Du hast eine Ich weiß gar nicht, Kameradschaft. wie soll ich dich nennen? Cynic oder Samuel? Weiß ich gar Cynic nicht. oder Samuel, wie du Bock hast. Ist mir scheißegal. Samuel. Mach, wie du Bock hast. Also, weißt du, was du gerade gesagt hast? Du Ja. hast was so Wichtiges eben gesagt und ich wünschte, du könntest das ins ganze Land hinausschreien. Was denn? Das Problem ist, dass der Begriff Heimat doch eigentlich ein toller Begriff ist, Voll. wenn man Menschen nicht ausschließt und wenn Heimat da ist, wo dein Herz ist, wo deine Familie ist, wo deine Freunde sind. Aber das Problem ist, dass Rechtsextremisten, wie ich es war, diese Wörter gekapert haben. Genau. Und wir müssen uns eigentlich diese Wörter zurückholen und zu sagen, der Begriff Heimat ist ein schönes Wort. Das Ja. hast du eben, du bist den meisten Politikern und irgendwelchen Leuten, die über das reden, bist du weit voraus, weil du es eben auf einen Punkt gebracht hast. Ja, keine Ahnung, klingt, es fühlt sich halt irgendwie logisch an, so, weil du auch gerade gesagt hast, dieses Kameradschaft, so, man kennt es halt aus der Fußballmannschaft und Kameradschaft ist was Gutes, aber ich kann zum Beispiel, du hast gerade gesagt, ich habe eine Kameradschaft gegründet und in meinem Kopf kam sofort Unterton, Nazi. Kameradschaft, Ja, Kameradschaft. genau. Das Ja, Wort, genau. Und das, ja. das ist das Problem. Und jetzt kapern Rechtsextremisten immer mehr Wörter. Identität, Heimat, Freiheit. Sie Ja. versuchen jetzt auch die schwarz-rot-goldene Fahne zu übernehmen. Ja. Ja, also für mich als ehemaliger Rechtsextremist war damals, ich habe immer zu schwarz-rot-gold, schwarz-rot-senf gesagt. Ja. Ja, weil das war unsere Feindfahne. Sie stand für die Freiheit der Bundesrepublik. Und wir müssen aufpassen, dass die nicht immer mehr Wörter und immer mehr Themen kapern, weil Ja, wir Angst haben, darüber zu sprechen. mein Alter, boah, es ist ein ganz schwieriges Ding, glaube ich, ey. Aber du sagst ja selber, du hast eine Sonderstellung gehabt. Leute haben zu dir aufgeschaut. Das heißt, du, Mann, man muss sich ja da mal den Werdegang angucken, ne? Ich meine, der ist jetzt nicht rühmlich so, aber wenn du als 14-Jähriger nach Deutschland zurückkommst, da keinen Anschluss findest, zweimal sitzen bleibst und irgendwie 7, 8 Jahre später ein Typ bist, der zwei Läden hat, der eine Kameradschaft gründet, zu dem die Leute aufschauen. Dann läufst du ja auch mit ganz anderen Eiern durch die Gegend, ne? Dann hast du Ja. ja automatisch das Gefühl, du hast alles richtig gemacht, oder? Ja, genau. Ich brauche ja hier gar nichts sagen. Du kannst mich rausschmeißen, du kannst ja das ja hier alleine alles Ne, erzählen. wir haben aber Du weißt ja, wie es funktioniert. Ja, aber es ist so. Ja, du denkst auf einmal, du bist voll der King, du denkst auf einmal, du bist voll der Held und du wirst groß. Ja, die Leute gehen dir aus dem Weg, die haben Angst vor dir. Das macht natürlich was mit dir. Ja. Und das hat es mit mir auch gemacht. Und auf einmal habe ich wirklich gedacht, wenn ich nicht mehr bin, hört sich auf, die Welt zu drehen. Krass, ey. Aber wie lange hast du das durchgezogen? So wann gab es ein einschneidendes Erlebnis, wo du gesagt hast, wow, 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 das, was ich hier mache, ist komplett falsch? Oder kamen so schleichend irgendwie Fragen auf nach dem Motto, ist das wirklich so? Warum machen wir das so? Das kann doch nicht sein. Ich habe andere Leute kennengelernt. Oder hast vielleicht, Le genau, kannst vielleicht, du hast vielleicht Leute kennengelernt, die irgendwie so dir nochmal ein anderes Weltbild vermittelt haben. Wie kam so dieser Wandel? Ja, also ich habe dann eine Frau kennengelernt und die hat mir neue Werte vermittelt und dann konnte ich mich langsam davon lösen. Okay. Wäre das nicht eine tolle Geschichte? Nein, fuck, so war es nicht, natürlich Scheiße, nicht. Mann. Ich wollte gerade die Frau in den Himmel loben, ey. Ah, Ja. nein, aber das Scheiße. wäre so eine schöne Geschichte, dann würde Walt Disney mich anrufen und sagen, lass uns einen Film draus machen und ihr reitet auf dem weißen Schimmel in Sonnenuntergang. Nein, Ja, so war Mann. Der es nicht. Nazi auf dem Teppich, ey. Schön, ja. Erzähl.
Sondern es war vielmehr so, dass der Rechtsextremismus hat mir eine kurze Zeit was versprochen. Anerkennung, Wertschätzung, Gruppe, Familie. Das wurde natürlich nicht erfüllt. Ja. Ja, sondern es gab viel Gewalt, auch untereinander, viele Lügen, viele Intrigen. Das, was sie nach außen predigen, wird ja nicht selber gelebt. Das darf man nicht vergessen. Okay. Ja, also da ist sehr, sehr viel Doppelmoral. Aha. Und Aber wie äußert sich die? ja, wie äußert sich die? Das, was wir sagen, was wir leben wollen, leben sie selber nicht. Ja, machen Dinge dann, die eigentlich in das Weltbild nicht passen. Ja, haben auch im Freundeskreis haben Dinge gemacht, sind auch zu Prostituierten gegangen oder Drogen genommen und so weiter. Also Okay, sehr okay. doppelmoralisch. Ja. Ja, warum soll das da anders sein wie in den anderen Teilen der Bevölkerung? Ja. Also So, wie ist dann, warte also mal. das ist, zu der Einsicht bist du irgendwann gekommen oder wurdest du halt persönlich von einem Kameraden dann irgendwie enttäuscht? Ja, das hatte ich immer wieder. Also ich habe meine Vorderzähne ausgeschlagen bekommen. Da war ich 17 oder 18 vom eigenen Kameraden. Ich habe mit 16 den ersten Messerstich in die Brust bekommen, auf dem Fest, aber da bei einer Massenschlägerei mit einer anderen Bande. Ich habe nachher dieses Video, was vorhin angesprochen, dieses Video mit dieser Demonstration, wo ich dann mit der Baseballkeule rauslaufe und mit der Waffe gestoppt werde von der Polizei, wo wir die Demonstranten angreifen wollen. Ich wurde zu Hause überfallen von den eigenen Kameraden, weil die 10.000 Euro von mir erpressen wollten, hab mit der Pumpgun auf die geschossen. Wow, Freunde. warte mal, das ist für so einen friedfertigen Typen jetzt alles ein bisschen zu viel auf einmal. Gibt es dieses Video noch, wovon du eben erzählt hast? Klar, brauchst du bei YouTube nur eingehen, Nazi-Demo Wismar. Nazi-Demo Wismar. Nazi-Angriff auf Antifa-Demo in Wismar. Ja. Vor 12 Jahren. Das ist Ah, Samurai. ich glaube, ich sehe dich ja noch. Da bist du aber chubby as fuck, da bist du noch richtig pummelig. Hallo? So. Massephase seit 25 Jahren. Ja, genau. So, wissen wir, 12. August 2006. Am 17. September sind Landtagswahlen. Die NPD will den Landtag reinziehen. Das gilt es zu verhindern. Muss ein bisschen vorspulen zur Mitte, Für oder uns zum ist letzten Faschismus Drittel. keine. So, bist du der sich gerade die Handschuhe anzieht? Ja. Krass, ich rede jetzt einfach mit jemandem, vor dem ich so lange so viel Angst hatte, ey. Also nicht als Person, sondern als Bild, ne? Das ist wirklich befremdlich. Werwolf Shop. So, was denkst du dir da? Denkst du dir so, kommt ran, ich wichse euch alle weg? Oder denkst du dir so auch so ein bisschen, scheiße, das sind viele? Oder Nee. denkst du so, obwohl das viele sind, die können eh nichts machen, das sind Waschlappendemonstranten? Genau, das sind alles Waschlappen. Okay. Alle von links sind Waschlappen und 5 von uns gegen 100 von euch. Und du bist in so einem Tunnel und denkst, du machst alles richtig. Ja, wir sind uns jetzt bei Schlampe. den netten Nazi-Laden. Da vorne ist ja die netten Händchen schon da draußen. Das Interessante ist, Ich habe wenn viele Jahre man das mal Video nicht diesen. geguckt danach. Wie bitte? Ich habe viele Jahre danach das Video nicht geguckt, weil ich es dann nicht mehr sehen wollte. Stelle mir das auch wirklich hart vor. Weil das ist, wie gesagt, es wirkt nicht nur optisch, sondern auch gedanklich einfach, vom Gedankengut her, einfach ein ganz anderer Mensch, Alter. Nazi-Laden sich anschaut, hinter der Scheibe, es sind keine richtigen Scheiben, es sind Plastikfenster, dort hinter befindet sich eine schwarze Sonne. Wir wissen bei uns alle, wo die schwarze Sonne herkommt. Es ist eine Sonne. Okay, warte mal ganz kurz. Was habt ihr da hinter der Tür versteckt? Was ist das? Was holt ihr da raus? Baseballkeulen. Baseballkeulen. Das ist ein
Die rufen, ihr habt den Krieg verloren. Alter, was ist das, Mann? Ey? Was steht auf der Flagge? Jan Stewart? Ian Stewart. Ian Stewart, das war einer der größten Rechtsrock-Musiker und der Gründer von der verbotenen Jugendorganisation Blood and Honor. Okay. Wo, Engländer? Ja. Okay, ja, starker Tobak auf jeden Fall. Genau, du hast eben, ich weiß gar nicht mehr, jetzt bin ich ein bisschen raus. Genau, du hast erzählt, dass es unter euch dann auch Dissonanzen gab, was dann daran gegipfelt ist. Hier, du hast kurz von der Demo erzählt, dann hast du erzählt, dass du auf eigene Leute geschossen hast. Ja, ich habe mich dann mit Geschäftspartnern, Neonazis Geschäftspartnern in Berlin überworfen und die haben dann 10.000 Euro von mir gefordert und haben mich nachts in meinem Zuhause überfallen, in meinem Schlafzimmer. Und standen dann maskiert und mit Macheten nachts bei mir im Schlafzimmer. Und ich habe dann gesagt, da hinten liegt Geld. Dann haben sie nach Geld gewühlt. In der Zwischenzeit habe ich nach meiner Pumpgun gegriffen und habe auf die geschossen, ja. Also, Short Story. Ist vielleicht eine dumme Frage, aber ist mir scheißegal jetzt. So auf die geschossen, dass du die hättest töten können? Ich wollte die alle töten, ja. Glücklicherweise ist es nicht dazu gekommen. Die haben mich vorher mit 2 Dosen Pfefferspray komplett besprüht, wo ich dann aus dem Bett rauskam. Und die sind dann geflüchtet durch den Keller, wie sie auch eingebrochen sind. Und ich bin dann denen nachgelaufen vor dem Haus, habe da dann rumgeschossen nochmal. Ich habe im Haus 2-3 Mal auf die geschossen. Hatte dann noch 3 oder 4 Schuss noch in der Pumpgun drin. Und dann habe ich auch schon 3-4 Minuten später, habe ich schon Blaulicht gehört, habe die Waffe zum Nachbarn rübergeschmissen. Aber ich hatte 3 Monate später hatte ich eine Hausdurchsuchung vom Berliner SEK und dann haben sie die eingemauerten Waffen bei mir unter der Badewanne gefunden. Mit dem Sprengstoffspürhund. Okay, das ist wirklich. Du hast gesagt, das wurde schon mal verfilmt, ne? Nee. Gibt's aber als. Ich habe nicht mal mein eigenes Buch hier liegen. Ist aber in meinem Buch alles nachlesbar, wartet. Ja. Scheiße, Alter. So viel Promo darf sein. Ja. Ich schick dir gerne eins zu, Samuel. Ja, schick zu. Das stimmt. Das Bild habe ich benutzt für die ganzen Posts. Hass macht ja, Gewalt. Ja, schreib mir eine WhatsApp und schicke ich dir gerne zu. Ja, mach das mal. Weil das ist jetzt, das ist natürlich, das sind kranke Storys, Alter. Warum hast haben du... Haben mir auch meinen Kopf kaputt gemacht nachher. Ja, muss ja. Das ist ja auch nicht normal, Alter. Weil vor allen Dingen, wenn du an so einem an so einem Punkt bist, wo du denkst, ich töte jetzt jemanden, da muss ja jahrelang eine Menge schiefgelaufen sein. Ja, das, was ja auch unterschätzt wird, ist, dass ich auf dieser ganzen Reise innerhalb des Rechtsextremismus und in dieser Gewaltszene, ich wurde absolut empathielos. Ich habe keine Gefühle mehr zugelassen. Ja. Ist wie abgestorben. Aber warum hast du eingemauerte Waffen? Also warum hast du eingemauerte Waffen bei dir? Wofür? Ja, Rechtsextremisten und Neonazis sind ja sowieso sehr waffenaffin, einfach weil es auch viel um Militarismus geht. Ja, den Bezug zur Wehrmacht, zur Reichswehr, zur Waffen-SS. Eine große Faszination für Waffen, die Vorbereitung auf Tag X, wenn man sich vorbereitet, wenn der Tag des Umsturzes kommt, okay. Horten ganz viele Rechtsextremisten Waffen. Und was für Waffen haben die da gefunden? Fragt hier jemand gerade im Chat. Was bei mir beschlagnahmt wurde, war die Pumpgun wurde bei mir mal gefunden, dann eine Schmeißer, eine MP40. Ja. Eine Schmeißer? Eine Schmeißer ist die alte, eine MP40 ist eine Schmeißer. Das war eines der Maschinenpistolen von der Wehrmacht. Okay.
Also du hast einfach, also die, das hast du ja aufgezählt, dass du hast einfach die Waffen wirklich gehabt, von denen die Rapper einfach alle nur erzählen. Ja. Krass, Alter. Deswegen mache ich mich so oft auch über so Rapper lustig, wenn sie das promoten und sich darüber lustig machen, die wissen gar nicht, was das anrichten kann. Und Ja, ne? ich, naja, ich, das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, aber und weißt du, Doch, welche Strafe ich. mach das Fass auf, ey. Okay, weißt du, welche Strafe ich in Berlin bekommen habe für die Waffen? Welche? Gar keine. 600 € Geldstrafe und 600 € Geldstrafe und 8 Monate auf Bewährung. Dafür, dass du solche Dinger bei dir zu Hause hattest? Ja, in Berlin, in Mecklenburg-Vorpommern wäre ich 2 Jahre in den Knast gegangen. Aber ich saß nachher im Gefängnis in Moabit in Berlin und hatte da meinen Prozess, weil die das Strafverfahren geführt haben. Ja. Hast du nicht selber gedacht, so, ist ja Das lächerlich. war ein Witz, war ein Witz, war das. Krass, Die Alter. viel größere Strafe war, dass ich 19 Verhandlungstage hatte, wofür ich 25.000 € zahlen musste. Das war viel schlimmer. Die Anwaltskosten waren viel schlimmer. Okay. Aber im Endeffekt bist du ja trotzdem, hast ein bisschen miese gemacht, aber bist du ja trotzdem lächelnd raus, weil auf freiem Fuß. Bin ich trotzdem lächelnd raus, ja. Und nur noch mal zu diesem Gangstergehabe und so weiter. Es ist. Ich habe bundesweit sehr, sehr viele einflussreiche und große Gangster kennengelernt, auch nachher in meiner zweiten Karriere. Und keiner von denen hat ohne Paranoia gelebt und hat dieses Leben hart abgefeiert, weil es ein Dauerleben unter Stress ist. Ja. Es ist kein schönes Leben, auf die Straße zu gehen und zu wissen, andere Leute wollen an mein Geld, wollen an meine Macht, sind bereit, mit Waffengewalt gegen mich vorzugehen und dann mit Plastikpistolen rumzuspielen und darüber zu singen und so weiter, verabscheue ich. Ja. Das verabscheue ich ähnlich wie den Rechtsrock, der genauso was, ich will das jetzt nicht vergleichen, aber die Botschaft ist einfach eine Kackbotschaft, weil dieses Leben kann nicht zu persönlichem Glück führen. Es wird da nicht hinführen. Das Einzige, was man macht, man wird das Leben anderer zerstören, man wird das Leben seiner Familie zerstören und man wird im Endeffekt auch sein eigenes Leben zerstören. Ja. Ja, ich hatte auch, ich weiß gar nicht mehr, wen ich das gefragt habe. Ich glaube, boah, war das. Wir hatten auch schon ein paar Leute hier, die. Twin war das, glaube ich, der ist Rapper aus dem Ich Pott. weiß, ja. Kennst du? Ja. Okay. Schon gehört von ihr. Ja, den habe ich auch gemeint. Den habe ich, ich glaube, der war das, den habe ich auch gefragt. Meinst du, ist das nicht unfassbar stressig? So, das ist ja nicht so. Also guck mal, ich habe schon Stress gehabt, weil Mahnungen. So. Das führt schon zu psychischen Problemen. Wenn du Angst hast, dass der Briefkasten voll ist wegen, dass du Geld nicht zahlen kannst, da kommen Tagessätze, pipapo, du bist in Schulden. Aber jetzt geht es ja um Sachen, wo du theoretisch sterben kannst. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Level von Stress. So, ich weiß nicht, ob dieser Mythos, ob die Angst der Leute dir gegenüber, dein Status, ob das alles aufwiegt, dieses tägliche Nein, tut es Risiko. nicht. Nein, tut es nicht. Tut es nicht. Auch weil die eigene Gruppe ja meistens auch immer nicht astrein funktioniert. Glaub doch nicht, wenn du mit 12 Leuten eine kriminelle Vereinigung gründest, egal ob Rocker, Straßengang und so weiter, dass die sich alle einig sind. Die wollen sich auch gegenseitig ans Geld. Ja. Aber ist denn bei euch, war bei euch viel Geld im Umlauf? Zu Zeiten des Rechtsextremismus ging so, da ging es nicht um Geld, da ging es ja primär um so ein politisches Ziel und Ja. politischen Kampf, aber nachher in der Kriminalität ging es natürlich nur um Geld und Macht. Aber hast du dann einen Cut gemacht oder war dann so fließend, okay, ich bin jetzt rechtsextrem und dann kam irgendwann, ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal so, keine Ahnung, Rocker oder irgendjemand oder Leute aus dem Milieu auf dich zu und haben gesagt, guck mal, du bist jemand, hast nicht Bock für uns was zu machen, da ist mehr Geld drin. Naja, vorher war erstmal so, dass noch 4 Leute aus meiner Kameradschaft jemanden gemeinschaftlich totgeschlagen haben. Aus der Kameradschaft Und auch? ja, aus der Kameradschaft Werwolf, so hieß die. Die haben einen eigenen Nee, Kamer. einen Außenstehenden, aber einen Bekannten von denen haben die gemeinschaftlich an einem Silvesternachmittag gemeinschaftlich totgeschlagen. Und warum? Das weiß keiner so genau. Ich kenne die Story ein bisschen genauer. Würde den Rahmen hier aber wahrscheinlich sprengen, aber es ging Streit um Pillepalle. Okay. Pillepalle. Und dann eine ganz klassische Gruppendynamik. Der hat einmal was gemacht, die Gruppe hält zusammen, dann ist einer aufgestanden, hat eine Ohrfeige gehauen, dann hat er gesagt, was soll das? Ey, was machst du jetzt einen Harten? Dann sind sie zusammen aufgestiegen, haben mit Fäusten geschlagen, zu Boden, mit Füßen getreten. Dann hat einer ein Messer rausgeholt und die anderen haben gerufen, stech ihn ab und das hat er dann gemacht. Okay, krass. Und nach diesem Vorfall, als die Jungs bei dir reinmarschiert sind mit den Macheten und du mit der Pumpgun auf die geschossen hast, dass ich solche Sätze überhaupt mal sage im wahren Leben, das ist ganz krank. Ich hoffe, meine Mutter guckt nicht mehr zu. Danach hast du dir dann gedacht, okay, das war's, ich muss hier raus. Ja, ich wollte mich zumindest von den Leuten abkehren.
Und ich habe dann nur die Gruppe substituiert und bin dann fast nahtlos von dieser Okay. rechtsextremistischen Gruppe in meine erste Rockergruppierung gegangen, ja. Ah, okay, du warst dann wirklich bei einer Rockerfeier. Darfst du sagen, wo? Naja, als erstes, meine ersten Schritte habe ich gemacht bei den Red Devils, bei dem Support Club von den Hells Angels. Okay. Und Dort habe ich meine ersten Erfahrungen gesammelt und wir haben dann ein Jahr später in unserer Stadt unseren eigenen Motorradclub gegründet, der dann auch 5 Jahre später als kriminelle Vereinigung vom Innenministerium verboten wurde. okay. Und das war, da hast du da auch wieder das Gefühl gehabt nach dem Motto, Mann, der scheiß Staat, die engen mich ein, oder wusstest du warum? Nee, da waren wir schon so weit, dass wir wissen, okay, wenn du kriminell bist, dann weißt du, dass der klassische Gegenspieler die Polizei ist. Da brauchst du ja auch nicht aufregen. Ja. Ja, also wer das nicht einsieht, der ist auch doof. Dem kann man auch nicht mehr helfen. Aber hast du denn, wie haben die dich denn wo rangeführt? Ich meine, du hast ja vorher, klar, es ist schon kriminell, in einer rechtsextremen Vereinigung zu sein und Waffen zu besitzen und auf Leute zu schießen, auch wenn es keine Ahnung Notwehr war. Aber richtig kriminell bist du ja dann wahrscheinlich da erst geworden, ne? Wusstest du das von vornherein oder wie haben die dich Nee, das dann. wusste ich schon von vornherein. Also ich habe auch bei YouTube bei mir, da heißt eine Serie Einstieg Rockermilieu und Multikriminell. Ich habe dann sehr schnell mit einem Partner von mir Rotlicht-Apartments aufgemacht, sind in den Drogenhandel eingestiegen, Marihuana und Kokain, haben eine Türsteherfirma aufgemacht und haben dann alles gemacht, womit man Geld verdienen kann, wo einigermaßen Milieu drin steckt. Okay, zu welchem Zeitpunkt war das? Reden wir jetzt so 2008, 9, 10 oder was? 2008, genau. Okay, also wie einfach kann das denn sein, einfach so ein paar Milieu-Apartments auf. Es ist so, als. Es hört sich irgendwie so an, als ob das alles auf der Straße liegt und es brauchen nur ein paar harte Typen, die sich darum kümmern und da dann Geld draus machen. Weil irgendwo mussten die Frauen ja herkommen oder irgendwo muss ja auch das ganze Zeug herkommen, womit ihr dann dealt. Ja, Hast du da nicht. Hast du dir ganz kurz Milieu noch, kennt Milieu. ja, aber ganz kurz noch, hast du dir irgendwann nicht gedacht, so, Dicker, wie einfach ist das denn? Was ist ja geschenkt? Man muss ja nichts Naja, mehr. so einfach war es nicht. Wir haben schon hart Krieg geführt gegen andere Gruppierungen, um uns durchzusetzen und was zu übernehmen. Also, Okay. man muss schon verdammt dicke Eier haben. Damit will ich nicht sagen, dass ich die mal hatte, weil heute habe ich die nicht mehr. Heute bin ich ein spießiger Birkenstockträger zu Hause. Ja. Und der Entschluss stand fest für ein paar von uns, okay, jetzt ziehen wir hart durch. Wir waren sowieso schon Das ist ein bekannt und Samurai. berüchtigt in der Stadt und die meisten hatten Angst vor uns. Und war der Schritt dann, das zu professionalisieren, nicht weit weg. Und da haben wir die anderen Betreiber angegriffen, ausgerottet sozusagen und haben alles übernommen. Ja, aber man hört ja immer wieder, ja, diese Gruppierungen übernehmen Türen von irgendwelchen Läden. Genau, Und die genau. übernehmen die, warum? Dumm, also jetzt dumm gedacht, wenn man ein ganz normaler Bürger ist und nie und von nichts eine Ahnung hat, denkt man sich so. Was bringt denen das denn, wenn die Security machen in irgendeinem Club? Wollen die unbedingt Leute abweisen und Frauen klar machen? Naja, du kannst ein paar eigene Leute in Lohn und Brot bringen nebenbei, ja. Wenn du den Diskothekenbetreiber auch unter Druck setzt, dann zahlt er halt nicht 15 Euro an der Tür, sondern 25 und dann sonst Okay. drohst du ihm, den Laden anzuzünden oder Buttersäure reinzuschmeißen. Und du kannst natürlich drin den Drogenhandel auch kontrollieren, wenn du willst. Ja, das ist das, was ich nämlich erklären wollte. Das musste ich auch in Erfahrung bringen in meiner Zeit in Düsseldorf in der Gastro. Also offensichtlich habe ich natürlich nie Tür gemacht, sondern habe da gekellnert. Aber man bekommt dann halt auch mit, wie eng verbunden, was ich vorher nicht wusste, weil man geht einfach nur feiern, trinkt sein Bier, versucht ein Mädchen klar zu machen und geht tanzen und geht irgendwann müde nach Hause oder so. Aber wie hart connected manche Clubs einfach mit Drogenhandel sind. Das Ja, bekommen ja die klar. normalen Leute, das bekommen ja normale Menschen eigentlich gar nicht so mit. Ist ja das größere Geschäft. Aber nur mal zur Erklärung, geht es dann darum, Drogendealer in den Laden reinzulassen, dass sie da verticken können? Ja, am Oder. besten, du bringst dann auch deine eigenen Leute mit, deine eigenen Läufer. Und Okay. die anderen, die du kennst oder erwischt werden, denen gibst du Hausverboten, die dürfen nicht mehr rein. Oder sie müssen dann dich bezahlen und drücken bei dir vorne an der Tür 200, 300, 400 Euro ab und dann dürfen sie drin verkaufen. Okay, krass. Ja, so Leute, also gerade in Berlin habe ich ja auch. Ja, aber nee, scheiß drauf, erzähle ich jetzt nicht. Hier schreibt jemand im Chat, waren in dem Club, das ist eine gute Frage, waren in dem Club auch überwiegend Leute, die deinen Fremdenhass geteilt haben oder hatte das Nein, damit zu eher. diesem Punkt haben wir den überhaupt nicht mehr ausgelebt. Da Ja. habe ich mich schon langsam von dem Gedanken gut entfernt, ganz langsam. Also hast du, aber gab es im Rockerclub auch Ausländer, mit denen du normalerweise nichts zu tun gehabt hättest?
Wir waren nachher sehr gut befreundet mit vielen Migrantenchartern von Hells Angels und Bandidos und so. Und mit denen waren wir dann sehr, sehr dicke und eng befreundet. Und das waren so meine ersten multikulturellen Freunde. Ja, und dann direkt auf so einem Level. Aber wie war denn der Übergang? Weil eigentlich müsste man doch sagen, Dicker, du hast jetzt 14 Jahre den Film gefahren. Dann das Erste, was du einem Ausländer, der mit dir reden will, klar machen musst, ist doch, meiner Meinung nach sind wir gar nicht auf einer Stufe. Das Interessante ist, dass besonders in dem kriminellen Milieu habe ich dann auch türkische graue Wölfe kennengelernt, also auch Nationalisten. Ja, habe die kennengelernt und viele hatten Verständnis für unseren Lebensweg und die haben sich dann immer lustig gemacht und haben dann immer gesagt, ja, wir fahren heute zu unseren Nazi-Kumpels dahin und die haben dann immer gesagt, komm doch mal unser Kanaken-Charter besuchen und so weiter. Die waren da bedeutend offener für und wir haben uns dann auch echt angefreundet und dieses Weltbild, das ich hatte, ist dann halt über viele Jahre gestorben. Das ist ja nicht so, dass du deinen fremden Hass und Hass über Nacht ablegst, das geht nicht. Das ist dann über die nächsten Jahre ist das ganz krass gestorben dann. Ja, aber wenn du jetzt irgendwo in einem Club gearbeitet hast, an der Tür selber, siehst du ja teilweise auch, wie Ausländer in den Club reingehen und dann auch mit deutschen Frauen wieder rausgehen. Aber du machst ja... War mir egal, da ging es nur noch um Geld und Macht, war mir egal. Okay, und wie kann man sich so diese, weil das sind jetzt einfach Laienfragen, weil wir sind hier im Chat, wir haben jetzt hier 550 Zuschauer, das ist eine satte Zahl auf jeden Fall für uns. Und ich denke, ich spreche für viele, wenn ich einfach mal die Frage stelle, wie sehen die Auszahlungsmodelle aus? Ist da einfach nur Bargeld im Umlauf? Werden überhaupt Rechnungen für irgendwas geschrieben oder ist das wirklich das, was man aus den Filmen kennt? Ist ein Bargeschäft. Okay. Absolut Bargeschäft. Und du hast bei der Bank, hast du dein Geld zu Hause oder bringst du das irgendwie zur Bank? Nein, also ich hatte auch einige legale Firmen, also den Tattoo-Laden, dann hatte ich noch einen Call-A-Pizza-Franchise-Laden. Ich hatte eine Reinigungsfirma mit 10 Angestellten. Und dann war das so ein Sammelsurium aus Geld waschen und Bargeld besitzen. Und das Bargeld war nie so groß. Du kommst nachher in Probleme, wenn du im Millionenbereich kommst. Was machst du dann mit dem Geld? Aber ja. Diese Bargeldsummen waren noch versteckbar. Okay. Und was hast du dann mit dieser Macht und mit diesem Geld gemacht? Eigentlich ein recht trauriges Leben geführt, voller Paranoia vor Polizei. Ich kann es dir mal sagen, ich hatte in meinem Leben über 25 Hausdurchsuchungen. Okay, zu Recht. Ja, ich weiß aber nicht, ob sich das jemand vorstellen kann, was das mit einem macht. Nee, du kannst nicht mehr ruhig schlafen, oder? Du kannst nicht mehr schlafen, die Psyche ist angeknackst, du witterst überall Verrat, du witterst überall Lug und Betrug und mein Leben wurde einfach zur Hölle. Und hast du, wurdest du dann auch nochmal mehr zu einem Arschloch, zu einem Wichser, als du vorher eh schon warst? Ja, jetzt ob größer oder kleinerer Wichser, auf jeden Fall bin ich ein Wichser geblieben. Also auch da wurde ich jetzt nicht unbedingt ein Menschenfreund, ne? Ja. Sondern man hat sich wieder nur auf seine Gruppe gestützt und die anderen Clubs, mit denen man befreundet war. Aber man ist menschlich trotzdem noch ein Bastard gewesen. Ja, das ist echt krass. Aber ich habe den Twin auch erzählt, ich habe mir super viele Dokus zu diesem Rocker-Clan, Großfamilie, Pipapo, zu dem Thema reingezogen. Und im Endeffekt, wie bei allem, ne, sind es ja alles Menschen. Das heißt, jeder guckt auf seinen eigenen Arsch und jeder ist auch gierig und jeder ist auch machtgeil so. Und im Zweifel kümmert man sich ja wirklich um seinen eigenen Arsch so. Und dieses Zusammenhalt, Gruppierung, Kameradschaft, Bruderschaft ist zwar ein geiles Wort, wird vielleicht auch mehr gelebt als woanders, aber ist auch eigentlich ein bisschen brüchig, oder? Ist absolut brüchig. Ist nicht existent. Und wann, wie lange hast du das durchgezogen? 6 Jahre ungefähr. Okay. Und was ist dann in den 6 Jahren, waren die 6 Jahre so steigend, dass immer mehr, immer mehr, immer mehr? Schon, war eine konstante Kurve nach oben, aber auch immer wieder Rückschläge natürlich. Ich wurde dann auch da inhaftiert, hatte dann einen Strafprozess in Berlin, ja, wie gesagt. War dann ein halbes Jahr im Untersuchungshaft, wurde dann aber rausgelassen, weil die Zeugen sich nicht getraut hatten, gegen mich auszusagen. Hab dann noch ganz viele andere Dinge natürlich erlebt innerhalb dieser Rocker-Szene, haben dann auch Krieg geführt gegen andere Gruppierungen, wurde ich das zweite Mal niedergestochen, sind wir nachts losgefahren, haben auf deren Tattoo-Läden geschossen, Molotow-Cocktail in einer der Läden geschmissen. Also wirklich Krieg auf deutschen Straßen haben wir dann geführt. Ja, mir fällt jetzt keine Frage ein, das muss erstmal...
erstmal verarbeiten, weil wenn wir so Sachen hören, dann denkt man sofort, okay, Sons of Anarchy, vier Blocks, wie realistisch ist das? Natürlich ist Hollywood so, Hollywood-Filme, aber Es ist natürlich dramaturgisch dargestellt bei Sons of Anarchy. Da sind ja die Leute gestorben, wie die Fliegen. Ja, da würde das FBI auch alles dicht machen. Ja, ja. aber es gibt natürlich diese Strukturen. Aber ganz viel Gewalt läuft auch gar nicht mit, dass die Polizei was mitbekommt. Ja, also auch das läuft natürlich ab. Wenn zwei kriminelle Gruppierungen sich bekämpfen, kriegt nicht immer die Polizei was mit. Ja, aber was war denn hast du Erfahrung mit V-Männern gemacht? Also bei meiner zweiten Verhaftung, bei meiner Verurteilung, weiß ich bis heute nicht, wer aus meinem Umfeld den Tipp gegen mich gegeben hat. Ist Okay. ausgeschwärzt in den Akten. Krass. Und da darfst du recht ist es nicht dein Recht, das einzusehen? Nein. Wenn es eine Vertrauensperson ist, der das vorher gestattet worden ist, dann wurde das in den Akten alles geschwärzt. Ich habe eine Vermutung, wer es war, aber ich bin der Person rein theoretisch dankbar heute. Ja, okay, gut. Ist ja jetzt die Gegenwart, ne? Aber wenn du sagst, es war immer so eine Kurve nach oben über 6 Jahre, was hat denn dann dazu geführt? Oder also wurdest du gegangen? Bist du gegangen? Wie ist das vonstatten gegangen, dass du Ich dann, habe ja? psychosomatische Auswirkungen gehabt. Und die waren, dass ich Schlafstörungen bekommen habe. Ich habe Migräneanfälle bekommen. Und das als Rockerboss zu Hause, sitzt du zu Hause und hast Migräne und der ganze Tag ist im Arsch. Ja. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und der sagte, ja, das ist ihr Leben, das ist Stress, sie müssen ihr Leben ändern und so weiter. Jetzt stell dir aber vor, Samuel, Das ist ein du bist in Samurai. meiner Gang und wir treffen uns im Clubhaus und wir sitzen da und reden über Prostitution, Drogen, Waffen, Geld, Macht. Und dann sage ich am Ende und sage mir, hört mir mal zu, liebe Community und Samuel, hört mir mal zu, ich schlafe immer schlecht. Ja, da lachst du auch schon. Ja. Schwäche ist nicht erlaubt. Schwachsein ist nicht erlaubt. Du Ja, musst klar. immer stark sein, immer hart sein, musst immer durchziehen. Und ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, aber ich wurde dünnhäutig. Meine Nerven wurden dünn. Ich hatte Ja. mal echt Nerven aus Drahtseil. Ich habe Sachen gemacht, die können sich die meisten Leute, würden sie sagen, das wäre im Film unrealistisch. Wie zum Und Beispiel? ach, wie wir Drogen geschmuggelt haben, wie wir ruhig geblieben sind, wenn ich eine Hausdurchsuchung hatte und der Polizist steht davor und ich hab 200 Schuss Munition in der Küche hinter den Kelloggs-Packungen stehen und der wühlt da drin rum und ich sage ganz locker zu ihm, Mensch, Digga, ich kann dir auch einen Kaffee anbieten und der lässt sich ablenken und trinkt mit mir einen Kaffee in der Küche, anstatt die Hausdurchsuchung auf der Ecke weiterzumachen. Okay. Ja, in eine Polizeikontrolle gefahren, mit Kokain in größerer Menge mit dabei, eine Polizeikontrolle und dann ruhig zu bleiben und da einen Harten zu machen und die Durchsuchung zu verweigern. Und dann wird hin und her telefoniert und Anwalt und dann wirst du doch weiter. Das kann man sich alles nicht vorstellen. Und jetzt auf einmal hatte ich ganz dünne Nerven. Weißt du, mein Nervenkostüm war dünn. Und dann nach einem halben Jahr gab es Streit innerhalb der Gruppe um Drogengeld. Und da ging gar nicht um viel Geld. Ging mir darum, warum gibt es Streit darüber? Weißt du, eigentlich sind wir doch alles Brüder und so. Ja. Und dann dem Abend habe ich meine Kutte auf den Tisch geworfen im Clubhaus bei der Weihnachtsfeier 2013 und habe gesagt, ihr könnt euren Scheiß alleine machen. Und das war der Tag, dass ich die meisten von denen das letzte Mal gesehen habe. Okay. Eieiei. Da hast du wirklich so einen harten Cut gemacht, oder was? Ich bin in eine schwere Depression gefallen. Und habe dann versucht, dort mir ein neues Leben aufzubauen, ja. Aber du musst es ja, irgendwo musst es ja hin. Du kannst ja nicht, da wo Ja. du bist, ist ja das ganze Netz gesponnen, was du vorher selber aufgebaut hast, so. Das heißt, du musst ja, irgendwo musst du ja hin, irgendwo anders. Ja, das Problem war natürlich, als ich dann sozusagen ausgestiegen bin, wohnte ich ja immer noch in der Gegend. Ich hatte meine Geschäfte da, wo sich dann auch alle Brüder draufgestürzt haben. Das war mir dann aber egal. Und ich wurde dann 6 Monate später, nachdem ich rausgegangen bin, wurde ich nochmal nachträglich verhaftet, weil Mittäter von mir in einem verwandten Auto über mich gesprochen hatten, was ich früher alles gemacht habe. Das hat die Polizei ausgewertet und dann wurde ich wieder verhaftet. Und dann sagst du nochmal? Dann wurde ich nochmal verhaftet und wurde wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge als Bande gehandelt zu haben, nochmal verurteilt zu 3 Jahren Haft, wegen Betreibens einer großen Marihuana-Plantage. Und die hast du komplett abgesessen auch? Die habe ich abgesessen, ja, 2 Drittel davon. Und wie war das? Wie kann man sich den Knastalltag vorstellen?
Hast du da alte Bekannte wieder getroffen? Auch Warst ja. du da in der Minderheit? Wollten Leute dir an die Wäsche? Haben Leute. Naja, ich sag mal so, ich hatte ja auch, ich bin jetzt nun nicht jemand, der, wenn ich angegangen werde, der sich in Embryostellung auf den Boden legt und sich nicht zu wehren weiß. Ja, klar. Also da ist keiner gegen angegangen. Aber ich hatte zu diesem Zeitpunkt den Buddhismus für mich entdeckt und habe dann das Gefängnis auch für mich akzeptiert wie eine gerechte Strafe für mich. Und habe mich dann im Gefängnis auch an den Gefängnispsychologen gewandt und an die Seelsorgerin und habe um Hilfe gebeten, mein zerstörtes Leben und meine zerstörte Psyche wieder auf die Kette zu kriegen. Ja. Okay, das ist natürlich ein krasses Eingeständnis, was du dir dann ja selber machen musstest. Ne? Ich meine, wenn du vorher dieses Highlife geführt hast und hier bin ich stark, da bin ich stark, da haben die Leute Schiss, ich habe hier die Kohle, da sind die Frauen, ich habe hier die Drogen, ich bin ruhig geblieben in den krassen Situationen. Und dann musst du ja deine Hülle, und es war ja eine Hülle, musst du ja komplett fallen lassen dann, ne? Also ich habe im Gefängnis die ersten 6 Monate meinen Spiegel abgehangen, weil ich mich selber im Spiegel nicht ertragen habe. Ja. Konntest du Gut. weinen? Konntest du weinen? Ja, ist vielleicht eine kleine Anekdote. Also ich bin jetzt nun nicht, wenn ich jetzt hier meine Lebensgefährtin, meine Frau holen würde und würde die fragen, bin ich ein großer Emotionspanda, dann würde sie sagen, nein. Okay. Ich erinnere mich aber im Gefängnis dran, wo ich das erste Mal beim Psychologen saß und ich habe mir das so vorgestellt, keine Ahnung, ja, so filmmäßig wie auf so einer Couch und der doktert an dir rum und dann ist irgendwann deine Psyche wieder okay. Ja. Und ich saß bei dem und der Herr Gau, dem ich sehr dankbar bin, der sagte dann irgendwann so zu mir, Herr Schlaffer, sehen Sie mich einfach als weiße Leinwand an und schmeißen Sie einfach mal ein Thema gegen, was Sie gerade beschäftigt. Und dann sagte ich so zu ihm, ich sagte so, es tut mir so unendlich leid, was ich meiner Familie angetan habe. Meine Eltern kommen bald zu Besuch und es tut mir so unendlich leid. Und dann fingen auf einmal an, meine Tränen zu kullern. So Tränen, weißt du, die laufen, ohne dass du weinen willst. Ja. Das ist Ja, ja wo mein Hund vorbei. gestorben ist, weißt du, da will ich weinen, weil es gut tut gerade, weil ich um ihn trauere. Aber das waren so Tränen, die ich nicht unterdrücken konnte. Und mir war das so peinlich, vor ihm zu weinen. Ja, und dann sagte ich so zu ihm, ich sagte, Herr Gau, ich sage, ich kann jetzt doch nicht zurückgehen. Ich kann doch jetzt nicht zurückgehen zu den anderen Gefangenen. Was ist, wenn die sehen, dass ich hier rumgeflennt habe und so? Und dann erinnere ich mich, dass er gesagt hat, nein, Sie bleiben jetzt noch hier und wir gehen jetzt an die Gitterstäbe. Und dann habe ich mit ihm an den Gitterstäben 2 Zigaretten geraucht, bis ich wieder einigermaßen normal aussah. Krass. Ey, das musste im Nachhinein auch ein super Gefühl gewesen sein, das einfach mal ein bisschen was rauszulassen, oder nicht? Ich bin heute der Meinung, und das gebe ich gerne allen mit, wenn jemand meint, er kann in seinem Leben was nicht selber bewältigen, dann teilt euch mit. Sucht euch jemanden, dem ihr vertraut, mit dem ihr reden könnt, der euch vielleicht Hilfe gibt. Ich Ja. bin auch ein starker Vertreter davon, einfach mal eine Therapie zu machen, irgendwas in die Richtung. Mal seine Kindheit aufzuarbeiten, seine Jugend. Wer bin ich? Wer will ich sein? Und ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn wir alle mal eine Therapie gemacht hätten. Ja, safe. Bin ich bei dir. Krass, dass du auch sagst. Ich habe das jetzt, also bei mir selber jetzt, Leute im Chat wissen auch ein bisschen was so. Ich hatte auch Panikattacken, auch exzessive Spielsucht, auch dieses Online-Ding ist auch sehr viel Druck und so. Und ich habe auch war beim Neurologen auch und da wird auch in Zukunft auf jeden Fall einiges in Angriff genommen. Und da kann ich nur ins selbe Horn blasen, auf jeden Fall wie der Kollege hier. Wenn irgendeiner das Gefühl hat, wirklich nach dem Motto, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich hab ein Zittern, ich habe komische Träume, ich habe Angstzustände, ich habe das Gefühl, mein Brustkorb schnürt sich zu, ey, gar nicht zögern, auf jeden Fall euch mitteilen, Vertrauenspersonen, dann erstmal rauskriegen, dass das Sachen sind, die fast, also das war bei mir das Krasseste, wo ich mir dachte, ey, wie viele Leute um mich rum hatten und kennen das, hatten dasselbe oder ähnliche Sachen und ich war, und ich dachte mir so, ich bin allein damit, habe einfach einem das erzählt, dann zwei das erzählt und die meinten so, ach, Dicker, kenne ich auch, hatte ich damals und man hat sich mitbekommen, man fühlt sich so verstanden. Und wenn man diese Person nicht hat, geht man halt wirklich und sucht sich eine Person, der man vertraut, geht zum Arzt, lässt sich durchchecken und dann macht man das. Und das ist ja auch, das ist auch gar Das ist kein Zeit, befreiend. das ist super, ey, das ist super befreiend. Weißt du, wie Bock ich darauf hatte? Ich habe das wirklich lange vor mir hingeschoben, weil man muss auch funktionieren, ne? Und irgendwann hat man auch eine Außendarstellung, die so Sentimentalitäten nicht so zulässt. Ne? Das ist bei dir ja genauso, also bei dir noch viel krasser gewesen, weil du warst nur von diesen ja, männlichen Alpha-Tieren umgeben. So, das ist bei mir ja gar nicht so. Aber das kann ja nur gut sein. Es gibt ja gar kein Argument dagegen. Es kann ja nur gut sein, dass wenn du irgendwie das Gefühl hast,
irgendwas stimmt nicht mit mir, dir helfen zu lassen oder das zu erzählen. Es kann nur gut sein. So, und das ist geil auf jeden Fall, dass du das auch nochmal so sagst. Deswegen, ich kann mir dieses, also das, was du da erzählt hast, wie du da stehst und auch in Kombination mit den Zigaretten, das ist natürlich scheiße, weil es psychologisch ist so, aber psychischer Natur ist, aber ich kann mir das vorstellen, ungefähr wie du da gestanden hast, geheult hast und dann zwei Zigaretten geraucht hast, auch mit dem, dass du das jemandem erzählen konntest, heulen konntest, ist krass. Ist krass auf jeden Fall. Ich bin ihm auch sehr dankbar. Also bis heute, ich habe mich nach dem Gefängnis auch mit ihm getroffen. Ich habe danach auch im Gefängnis gearbeitet. Ich arbeite auch ab und zu in der Jugendstrafanstalt in Berlin. Und du hast vorhin Charlie Hebdo erwähnt. Ich habe auch mit den Attentätern von Charlie Hebdo gearbeitet. Krass. In Frankreich. Und ich bin dem sehr dankbar. Das waren auch die ersten Menschen, die mir wieder die Hand gereicht haben und haben gesagt, ich habe ein Recht drauf, zurück in die Gesellschaft zu kommen. Du hast mit den Attentätern von Charlie Hebdo, hast du, wie ist das denn zustande gekommen? Ich war vor Corona war ich zweimal im Jahr in Frankreich, in Metz und Straßburg im Gefängnis arbeiten mit einem Übersetzer über ein europäisches Programm in der Deradikalisierung von Extremisten. Und da habe ich in der Gruppe im Gefängnis, ich meine, es war in Metz oder Straßburg, ich krieg's vielleicht jetzt gerade durcheinander, auch einen Tag vor dem Attentat in Straßburg war ich auch in Straßburg arbeiten, da im Gefängnis. Und habe denen immer meine Lebensgeschichte erzählt und wie mein Wandel funktioniert hat. Ja. Und ich darf so viel davon erzählen, dass diese, ich habe mit vielen Mördern da gearbeitet, mit den Attentätern, und dass die meisten dann auch angefangen haben, eine Träne zu verdrücken in diesem Vortrag. Ja, weil es im Endeffekt alles Menschen sind, ne? Ja, und ich gehe da natürlich auf emotionaler Ebene ran, ja. Auch die sitzen dann da und dann spreche ich darüber, was ich meinen Eltern angetan habe, wie die ins Gefängnis kamen und so weiter. Also wie die mich dann da besucht haben, meine Mutter geweint hat und mein Vater Tränen in den Augen hatte, der sonst keine Emotionen zugelassen hat. Und das hat sie natürlich emotional hart abgeholt. Und dass sie gesehen haben, dass es eine Chance gibt auf Veränderung, wenn sie das wollen. Und dass die Arbeit mache ich. Ich habe dann da einen Simultanübersetzer. Und ja, das mache ich immer sehr gerne. Ist leider durch Corona jetzt natürlich nicht möglich. Ja, ich meine, wir sind natürlich komplett unterschiedliche Typen so und haben unterschiedliche Stories, massiv unterschiedliche Stories. Aber irgendwo gibt es auch wieder so Überschneidungen. Aber ich meine auch behaupten zu können, dass dieses Ding, dass man anderen nochmal helfen kann, weil guck mal, du bist eine Person, der hören Leute zu, und du bist eine Person, die hat eine Reichweite, ne? Und es gibt Leute, die hören auf dein Wort vielleicht mehr als auf das ihrer eigenen Eltern so. Und das und dann so Messages rauszuhauen oder halt zu erklären, von dir selber zu erzählen, Schwäche einzugestehen, aber auch einen Weg zu zeigen, wie es besser werden kann, ist ja, also ist Win-Win des Genau, Chaos. Das ist der Ansatz. Genau, ja. Da hast du es gesagt. Genau, das ist auch der Weg, was ich dann versuche. Aber wie lange hast du denn gebraucht, nach dem Cut und nach dem Gefängnisaufenthalt dann wieder am regulären Leben teilzunehmen? Ja, ich habe dann meine Haftstrafe abgesessen, war dann auch im offenen Vollzug und habe mich dann das erste Mal so ehrenamtlich engagiert, habe so Altentransporte gemacht für die Johanniter aus dem Gefängnis raus und habe dann gesehen, dass ich eigentlich gerne jetzt was machen wollen würde, irgendwie mit Menschen. Ich weiß, das klingt komisch, aber ich wollte irgendwie was machen, was mir ein gutes Gefühl gibt. Und ich habe mich dann bei ganz vielen unterschiedlichen Vereinen engagiert, unter anderem auch bei dem Verein Gefangene helfen Jugendlichen. Bin da auch ins Gefängnis gegangen und habe da Präventionsarbeit gemacht und Antigewaltarbeit. Und ich hatte dann das Glück, dass eine Stiftung dann mir eine Ausbildung in Berlin bezahlt hat zum Antigewalttrainer und Deradikalisierungstrainer. Aber trotzdem war es ein langer, langer Weg, mir einen komplett neuen Freundeskreis aufzubauen. Das war schon ein steiniger Weg. Glaube ich. Meine kurze Frage, hast du noch irgendwelche, jetzt doof gesagt, verwerflichen Tattoos an deinem Körper? Reichlich. Okay. Und überstechen lassen, ich kann ja, wie man das nennt. Überstechen. Ja? Ja, also ich hab mittlerweile jetzt 8 oder 9 Tattoos überstechen lassen. Immer so mit so lustigen Symbolen irgendwie, um das so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, dieses Thema rechts. Also ich war dann auch bei Max Cameo zum Beispiel und der hat bei meinem SS-Totenkopf hat er dem SS-Totenkopf eine Versace-Brille aufgesetzt und einen Joint in den Mund gepackt. Und ich habe über die Unterschrift von Adolf Hitler habe ich mir eine Sushi-Rolle tätowieren lassen, weil ich so gerne Sushi esse. Du hast die Unterschrift von Adolf Hitler auf deinen Körper tätowiert gehabt? Ich hatte auch ein Hakenkreuz, ja.
Das ist so krass, Alter. Wo denn? Hakenkreuz wo? Ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Hier, in der Mitte hier. Ja, da wo es ganz schwarz ist? Ja. Also Hakenkreuz, SS, Totenkopf, Adolf Hitler Unterschrift, was noch? Unterschrift, was noch? Ich habe auf meinem Bauch habe ich deutsche Soldaten im MG-Stellungskampf. Ach, ich habe so viel drauf, so viel Mist. Ich hatte die Unterschrift von Heinrich Himmler im Nacken mit der Wolfsangel zusammen. Nur Mist, nur Kacke. Crazy, Alter. Das ist irgendwie, wie tief muss man drin sein, um sowas ja, zu machen? Ja, was für ein Idiot muss man sein, genau. Das ist wirklich krank. Also nochmal zurück zur Frage, das hat dann, du hast gesagt, du hast dich dann bei Organisationen beworben. Ich glaube, das ist ja, ich glaube, zur Vernunft gekommene Straftäter sind natürlich auch immer, werden natürlich mit offenen Armen empfangen, ne? Wenn die jetzt eine positive Agenda haben, Leuten davon erzählen wollen und Leuten helfen wollen. Ist das falsch oder ist das richtig? Das ist... Ja, nicht im normalen Job, aber in dem Bereich, in dem du dich jetzt engagierst, müssten die doch dankbar sein über jeden, der den Ausstieg geschafft hat, der jetzt Leute... Ja, mal so, mal so. Großteils ist positiv, aber es gibt dann auch die Befindlichkeiten. Okay. Ja, also, ja, ist der nicht vielleicht... Irgendjemand hat vorhin auch im Chat geschrieben, ja, ich finde, manchmal blitzt noch irgendwas durch da bei ihm und so weiter. Ich bin ja trotzdem immer noch der Charakter, der ich vorher war. Ich bin immer noch manchmal zu laut, zu direkt und so weiter. Für einige bin ich noch nicht weich gewaschen genug. Ja, also ja. Ich bin ja auch nicht vom Rechtsextremisten zum Linksextremisten oder zum Linken geworden. Ja. Verstehst du? Also es wird großteils positiv aufgenommen, aber es gibt natürlich auch die Kritiker. Das gehört mit dazu. Aber wer was macht ohne Kritik, macht nichts ordentlich. Ja, ja. Da kann ich auf jeden Fall auch ein Lied von singen. Hast du denn, wie lange machst du das jetzt schon? Ist vielleicht, ich würde die Geschichte anders erzählen. Ich war dann aus dem Gefängnis raus, bin dann wieder zu meinen Eltern gezogen in mein Kinderzimmer zurück, obwohl ich noch Immobilien draußen hatte. Okay, weil ich kam raus aus dem Gefängnis mit so einem Selbstbewusstsein. Mini, ja. Mini. Ja. Ich fühlte mich ungeliebt, ohne Freunde. Wie alt warst du da? Gescheitert, wie alt war ich da? Ich wurde entlassen im Januar 2016, vor 5 Jahren. Ja, da war ich 37. Kinderzimmer? Ja, bin ich in mein Kinderzimmer zurückgezogen, ja, bei meinen Eltern. Das ist krass, Alter. Ja. Du hast durch für 7 Leben, Alter. Ja, reicht. Und ich habe dann mit meinen Eltern einen Frieden gemacht. Ich habe dann das erste Mal mich dafür interessiert, Mama und Papa, wer seid ihr eigentlich? Liebt ihr euch? War ich ein Wunschkind? Wieso habt ihr das und das damals so entschieden? Und das hat mir sehr geholfen, einen Frieden zu machen, weißt du? Das kenne ich, ja. Einfach auch mal zu verstehen, warum sind meine Eltern, wie sie sind? Wie waren eigentlich Oma und Opa zu euch und so? Das kann sehr heilend sein, Leute. Ja, ja, voll. Ich lag dann irgendwann hier am Strand. Ich wohne hier in Strandnähe, an der Ostsee, lag am Strand mit einem schönen Buch und ein schönes Bierchen, eine Sonnenbrille auf und habe mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Und dann habe ich von irgendjemandem eine Nachricht bekommen, wo es drin stand, das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens, dass ich die Gruppe verlassen habe und dass ich jetzt voll der Verlierer bin und sonst was. Und Aussteiger, Lappen, voll das Weichei. Und da habe ich gedacht, das stimmt nicht, Leute. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja. Und das habe ich dann in einem kurzen Video mal so gepostet. Und das haben sich dann irgendwie 10.000 Leute angeguckt. Und da haben mir ganz viele Leute geschrieben, ich habe mal dazu eine Frage und dazu eine Frage. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt und habe gesagt, okay, vielleicht versuche ich einfach das mal im Internet zu erzählen, was wirklich da abgeht. Ja. Und so ist es eigentlich dazu gekommen. Ungewollt. Weißt du, was das Paradoxe ist? Hm. Und das wird deine Community jetzt vielleicht haten, aber ich wollte eigentlich keine Öffentlichkeit. Ich stand so lange im Negativen in der Öffentlichkeit. Es gibt so viele negative Berichte auch über mich, die das natürlich auch bedeuten, mehr positive. Aber ich möchte eigentlich in der Öffentlichkeit unsichtbar sein, verstehst du? Ja, aber warum soll das ja, weil, halt, ist, halt, ist ja, natürlich komisch, weil du es halt machst, aber... Genau, weil ich pack halt mein Doppelkinn regelmäßig vor die Kamera und erreiche damit viele Leute und will eigentlich unsichtbar sein. Das beißt sich natürlich. Aber ich weiß nicht, wie ich sonst die Leute erreichen soll, wenn ich es nicht mache, verstehst du? Ja, also du machst alles richtig.
Aber eigentlich mag ich die Öffentlichkeit ja nicht so. Ja, aber es geht nicht anders. Anders erreichst du ja gar nicht diese vielen Genau. Leute. Ja, du weißt das, aber Ja. viele andere verstehen das nicht. Ja. Ja, aber scheiß mal auf die. Ich meine, du machst also. Es gibt keinen, der jetzt hier gerade zuguckt und sich denkt, meine Güte, was das. Sondern jeder, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen gibt, der hier raus nichts mitnehmen kann. Und sei es einfach mal dieses schockierende Bild im Kopf zu haben. Dann Also ist es auch vorbei. wir haben ja jetzt ein Gesicht für diese Sachen, vor denen wir oder viele Leute auch früher Angst hatten so. Und das, Mann, ey, das ist für mich auch, also ich habe auch schon wieder hier meine Symptome kicken auch wieder, weil mich das für mich ist sowas super anstrengend, weil es so intensiv ist, weil mein Kopf auch ein bisschen anders funktioniert und ich bin dann da drin und wenn du dann erzählst, was du da tätowiert hast, wie dein Leben aussah und so, das ist super intensiv auf jeden Fall. Und deswegen, das, was die da Leute schreiben, Alter, ja, gibt's halt. Aber eben hat noch einer, vorhin hat auch noch mal jemand gefragt, wie das aussieht, wie die Ex-Kollegen. Drohen die noch? Gab's dolle Ärger? Wenn du mal einem über den Weg gelaufen bist, gab's Stress? Ja, gestern hat gerade jemand ein Bild gepostet von mir und das ging dann irgendwie bei Facebook in rechten Gruppen umher oder so. Sei hart, sei kein Schlaffer und da haben sie Snitch bei mir oben auf die Stirn so geschrieben oder so. Okay. Also außer so Internetbedrohung oder so, Ja. komm. Also, weißt du, ich habe gestern dazu gesagt, habe ich selber eine Instagram-Story dazu gemacht und habe dann gesagt, weißt du, gehasst zu werden von den richtigen Leuten ist irgendwie auch eine Auszeichnung. Ja, safe. Ja, bin ich bei dir auf jeden Fall. Ey, ich würde sagen, weil es waren jetzt während des Gespräches, ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit, während des Gespräches waren jetzt auch super viele Fragen hier im Chat. Deswegen würde ich die Leute mal bitten, falls du noch ein paar Minuten hast, auf jeden Fall noch ein paar Fragen reinzustellen im Chat. Ich komme auch gerne mal wieder. Ja, Killer. Auf jeden Fall, weil, wie gesagt, das ist ja jetzt gerade mal so grob, ein grober, wie sagt man das überhaupt? Also eine ganz grobe Zusammenfassung gewesen von dem, was du ja wahrscheinlich noch alles erlebt hast. Ich meine, dein Buch vorzulesen dauert wahrscheinlich länger als hier dieser Streambesuch. Deswegen, und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir das schickst. Das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Normalerweise. Schreib mir eine WhatsApp und wenn ich nochmal wiederkomme zu Besuch, dann bereite ich mal ein paar Bilder und Videos vor, die ich dir zeigen Ja. kann, damit sie einen Eindruck bekommen, von was wirklich abging. Ja, gerne, gerne, Alter. Wie sieht er das mit dem Rücken im Rap? Zum Beispiel auch Hells Angels. Weißt du, was damit gemeint ist? Ja, ich glaube, dass die jetzt so Rapper-App abcashen und die Rapper müssen irgendwie was bezahlen, dass die dann irgendwie andere Rapper dissen können und dann nicht angreifbar sind. Ist das so irgendwie? Genau, doof ausgedrückt, auf jeden Fall. Ja, viele, sag ich mal jetzt, keine Ahnung, Großfamilien oder Verbrecher oder so, machen sich jetzt wirklich Rapper zu eigen. Seit geraumer Zeit machen halt deren Security auf Tour und bekommen dann halt wirklich auch einen guten Cut von den Einnahmen so. Aber das ist, was sollst du dafür für eine Meinung haben, außer eine negative, ne? Also gut, kann es ja nicht sein. Ich finde es schade, es macht die Musik kaputt und es macht wahrscheinlich auch die Musiker kaputt, weil sie wissen, sie werden nicht als Person gemocht oder ihre Musik wird nicht gemocht, sondern ihr Geld wird gemocht. Ja, das und es gibt hier in Berlin auch ein ganz prominentes Beispiel. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil auch viel davon nicht für die Öffentlichkeit ist. In Berlin gibt es auf jeden Fall einen Rapper, wo das so quasi kaputt gemacht wurde. Also, egal wie alt der jetzt war, ein Rapper, der ist aufstrebend und dann gibt es Druck von der Straße und der Junge denkt sich, ich mache einfach, nee. Ich gehe weg, ich mache keine Musik mehr. Auf den ganzen Zirkus habe ich keine Lust. So, also soweit ist Ja, es was auch für eine schon traurige Geschichte. super traurig. Ja. Weil im Endeffekt, egal wer mit wem chillt, im Endeffekt sind das alles Leute, die mit Zettel und Stift irgendwo sitzen und sich Reime ausdenken und Musik machen, Leute unterhalten wollen. So, wenn die Rapper Straßenleute wären, dann würden sie sich ja keine Reime aufschreiben, dann würden sie auf die Straße gehen. So. Deswegen, das ist Ja, ich wirklich. finde es sehr schade. Ist Ja. schade, das zu hören. Ja, voll, voll. So, gab es früher Untergrund Fight Clubs und hast du da mitgemacht? Ich hab ein paar 1-1-Kämpfe, sozusagen Bare-Knuckle-Fights gemacht. Habe ich auch ein Video, was ich zeigen könnte nächstes Mal. Gibt's auf YouTube oder was oder Ist hast du es zu aber, Hause? nee, das habe ich zu Hause. Wird aber, glaube ich, auch bei ProSieben gezeigt demnächst. Krass, du hast Bare-Knuckle Fights gemacht? Ja. Bist ja geisteskrank, Alter. Gegenüber stand so ein Tier wie du
Und dann, wer liegt, bis wohin ging das? Wenn einer bewusst ist. Nee, das war gar nicht so ein Tier, aber der hat mich herausgefordert. Wir hatten ja einen Disput um irgendwas. Und dann haben wir gesagt, das klären wir im 1-1-Kampf. Und dann geht man, zieht sich Quarzhandschuhe an und dann stellt man sich auf die Betonfläche. Jeder bringt einen mit. Und dann schlägt man so lange zu, bis einer weg ist. Wie, jeder bringt einen mit? Ja, also, dass da, weil ich bin dann auch in so einen Blutrausch gekommen und habe nicht aufgehört zu schlagen, wo er dann am Boden war. Du nimmst einen mit, der dich dann zurückhält? Ja, so ungefähr, ja. Und was fühlst du jetzt, wenn du sowas erzählst? Ist eine andere Person. Ist ein anderes Leben. Es ist, ich sage ganz oft in meinen Videos bei YouTube, sage ich immer, wenn ich über die Gewalt spreche, sage ich am Ende immer, ob er mich bitte heute nicht mehr hauen. Ja. Ja, auch wenn ihr mich scheiße findet oder ein Aussteiger bin und so weiter. Ich bin einfach generell gegen Gewalt. Ich hasse Gewalt jetzt. Und ich verabscheue das, die Gewalt, die ich Leuten angetan habe. Das ist wirklich krank, Alter. Hier fragt jemand, wofür steht der Name Schwarze Schar, MC? Naja, Schwarze Schar, den Namen haben wir adaptiert, weil in der Gegend, wo wir waren, gab es damals die Schwarze Schar, die hat im Freiheitskampf gegen Napoleon gekämpft, in den napoleonischen Kriegen. Und nach denen haben wir uns benannt. Und die hatten dann auch so, die hatten so eine schwarze Uniform und einen Totenkopf als Symbol und das haben wir dann adaptiert. Okay. Ihr habt da echt geschichtsmäßig echt gut gegraben, Alter, für eure Sachen. Ich muss ja auch sagen, ich habe mich fast 15 Jahre mit Geschichte sehr intensiv beschäftigt. Ja. Mit der deutschen Geschichte. Hier fragt jemand, was war das Schlimmste, was er jemals getan hat? Das natürlich ist schwierig. Natürlich jetzt die Frage, ne? Kann man jetzt in die Richtung gehen, jemanden behindert hauen, der am Boden liegt, auf jemanden schießen oder deine Eltern so sehr enttäuschen oder eine Frau scheiße behandeln? Das ist natürlich die Frage, auf welcher Ebene man das sieht, ne? Ja, genau in die Antwort würde ich ungefähr reingehen, weil die Frage ist, guck mal, ich hab jemanden, was vielleicht nicht so dolles angetan, aber für ihn, für sein Leben war das ultra schlimm. Und wenn ich das jetzt nicht sagen würde, dann würde der denken, boah, Philipp, ey, wieso hast du mich nicht erwähnt und so weiter. Ich finde persönlich für mich, war die schwierigste und schlimmste Entscheidung und schlimmste Tat, die ich begangen habe, mich überhaupt als 15-Jähriger auf diesen ganzen Lebensweg bewusst einzulassen nachher. Und immer der Meinung gewesen zu sein, ich bin im Recht, ich darf das und alle anderen sind die Bösen eigentlich. Also würdest du sagen, das Schlimmste, was du gemacht hast, ist das, was du dir selber angetan hast? Nein, nein. Sondern, dass ich mich überhaupt dafür entschieden habe, diesen Weg zu gehen und so viele Opfer gemacht zu haben. Okay. Also, dass ich irgendwann auf der Reise auch ein Opfer war, ist aber das kleinste Opfer, weil dann würde es nur hier Mimimi, Philipp, armer Philipp und so, das sehe ich auch nicht so. Ja. Ich habe das bewusst gemacht. Ich war nicht drogenabhängig, heroinabhängig oder sonst was und war nicht mehr Herr meiner Sinne oder so, sondern ich habe viele Dinge bei klarem, relativ klarem Verstand entschieden. Hier fragt noch jemand, musst du heute nicht über viele Rechtsrocklieder lachen? Das ist doch so stumpf. Das ist, es ist genau so. Es ist genau so. wenn ich das heute höre, frage ich mich, ich habe auch mit 2, 3 ehemaligen Rechtsrockmusikern zu tun, die sehr, sehr berühmt waren. Okay. Und die haben mich dann kontaktiert und sagt so, oh, ich schäme mich so, was ich gesungen habe und die Musik wird immer noch verkauft und ich würde das am liebsten verbieten lassen. Aber die haben ja Verträge auch unterschrieben damals. So, ne? Ja. Und wenn wir uns dann treffen, sozusagen als Aussteiger-Clique, ja, dann fragen wir uns immer wieder, was war bloß los bei uns? Was für ein Blödsinn haben wir gesungen? An was haben wir geglaubt? Was haben wir da mitgegrölt? Ja. Es ist wirklich so. Es ist ein Teil, dass man das als lustig ansieht und Scham. Ja, nach dem Motto, ey, wie kann mir das damals nicht aufgefallen sein? Ja, genau das, so. Genau so. Hier fragt noch jemand, hast du vielleicht sogar noch Bekannte, welche immer noch im rechten Sektor unterwegs sind? Wenn ja, wie sieht das Verhältnis aus? Ich habe nicht einen Kontakt mehr in mein altes Leben. Nicht einen. Okay. Also, das geht auch nicht. Also, man kann sich auch nicht selber als deradikalisiert bezeichnen und dann noch Kontakt haben zu ehemaligen Rechten oder Kriminellen. Ich hatte 2, 3 Anfragen auch von ehemaligen kriminellen Kollegen, die mich treffen wollten. Und ich sage, Digga, wenn du noch mit Kriminalität zu tun hast, tut mir leid. Ich kann dich nicht treffen und ich will dich nicht treffen. Ja. Ich habe keinen Bock, in eine Observierung reinzukommen und Telefonnummern und so weiter. Ich möchte einfach nicht. Aber haben die das verstanden oder war es so, mein, bitte Schlapper, stell dich so an? Ja, genau, so, ja.
Aber da bin ich ganz klar in meiner Meinung, habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht und wehre ich mich auch gegen. Ja. Kennt Philipp den Film This is England? Und ja, klar. Das hat er aus seiner, und kann er aus seiner Erfahrung aus England ein bisschen einschätzen? Er hat ja zu der Zeit, in der der Film spielt, dort gelebt. Übrigens recht empfehlenswerter Film für alle, die über die Skinhead-Szene in England in den 80ern. Ja, ich habe ja in der Skinhead-Szene mit England nicht viel zu tun gehabt. Ich habe nachher Musik gehandelt mit England und auch englische Bands produziert. Der Film ist auf jeden Fall empfehlenswert und ist schon sehr nah an der Realität dran. Ist ein empfehlenswerter Film. This is England? Okay, gut. Ja. Mal gucken, ob ich irgendwann in der Verfassung bin, mir den mal reinzuziehen. Weil das ist ja wahrscheinlich sehr wahrheitsgetreu, wie du sagst, ne? Ja, aber ist gut guckbar. Gemacht. Also nicht so ultra brutal und so, also ist schon guckbar. Okay. Ich finde es super interessant, mal einen Aussteiger live zu hören, und deine Arbeit nach dem Aufstieg ist, finde ich, nicht selbstverständlich. Darum Respekt an dieser Stelle für deinen Weg nach der Scheißzeit. Nice, nice. Kannst du was zu deiner Vergangenheit mit Sven Krüger sagen? Ja, Sven Krüger war sozusagen ein Weggefährte von mir. Der ist ja bekannt geworden durch die Doku von Michel Abdullahi, wo er 4 Wochen in einem Nazidorf gewohnt hat in Mecklenburg-Vorpommern. Okay, ich kenne ihn gar nicht. Was hat er gemacht? Die haben sozusagen ein Dorf übernommen als Neonazis. Die haben das ganze Dorf aufgekauft und in dem Dorf wohnen nur Neonazis. Außer einer Künstlerfamilie, die da wohnt und versucht, gegen die zu arbeiten. Immer noch? Ja, ja. Das kannst Dorf du eingeben. Gibt's noch? Ja, kannst du eigentlich. Gib einfach ein Nazi-Dorf Jamel bei YouTube oder so, dann kommt die Doku. Wo ist denn das? An der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern. Michel Abdullahi im Nazidorf. Panorama, die Reporter. Willkommen im Nazidorf. Boah, sieht man schon wieder diese Bilder, Alter. Eieiei, Alter. Ja, und das waren Weggefährte. Wir waren aber eher, wir waren uns nicht absonderlich wohlgesonnen untereinander. Wir hatten unsere Gruppierung, er hatte seine Gruppierung und wir sind auch mal aneinander gerasselt. Ich habe Sven Krüger auch schon mal eine Machete an den Hals gehalten. Ja, wie man das halt so macht, ne? Mit jemandem, den man Streit hat. Kann er bestätigen, dass die meisten Rechten ohne Kontakt zu Ausländern aufwachsen? Nein, man muss immer aufpassen, auch beim Pauschalieren muss man aufpassen. Ja. Das kann ganz unterschiedliche Entwicklungen haben. Es kann auch sein, dass man dann mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit einem Freund mit Migrationshintergrund und dann abdriftet und so weiter. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ja, glaube ich auch. Also du kannst ja auch mit Ausländern in Kontakt sein und dir einfach nur denken, Mann, was die hier machen, finde ich nicht gut, und dann abdriften. Oder du kennst halt nicht und gehst direkt halt zu deinen glatzen Freunden und das ohne Kontakt. Also ich glaube auch, da gibt's jetzt nicht nur einen Weg irgendwie hin, ne? Ist so. Hier fragt jemand, wo kann man sein Buch kaufen? Sag überall. Mal kurz den Link, dann haue ich den Link mal kurz hier rein für die Leute, die das interessiert. Überall, Amazon, Thalia, Hugendubel, jede Buchhandlung. Okay, Philipp Schlaffer. War ein Spiegel-Bestseller, also gibt's überall. Spiegel-Bestseller? Ja. Ah, nice, Alter. Und wie war das? Hast du... Du hast jemanden gehabt, den du einfach alles erzählt hast, oder hast du eine Notiz? Ich habe selber geschrieben. Du hast das Buch selber geschrieben? Ich habe das Buch selber geschrieben, ja. Das habe ich aber nicht als Buch geschrieben, sondern wo ich den Buddhismus für mich entdeckt habe, ich bezeichne mich heute ja noch als Buddhist, okay. Habe ich irgendwann in einem buddhistischen Buch gelesen, dass das drin stand, ich habe ja ganz viel in meinem Gehirn versteckt, die bösen Sachen, verstehst du? Ja. Und dann hatte ich irgendwas gelesen, wo drin stand, um das wieder rauszuholen, sollte man anfangen, einfach mal seine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Das habe ich dann gemacht. Mhm. Und ich habe das dann über 2-3 Jahre einfach für mich aufgeschrieben. Und als ich bei YouTube ein bisschen größer wurde, hat dann mich irgendwann ein Verlag kontaktiert und gesagt, Mensch, haben Sie nicht schon mal überlegt, ein Buch zu schreiben? Da sage ich, naja, rein theoretisch habe ich das schon geschrieben. Ja. Die haben das nur noch mal in Form gebracht, ne? Weil ich bin kein Germanist und ich bin kein Lektor. Das Ganze war schon fertig? Ja, yeah, das Ganze war schon fertig. Krass. Ich hab 600 Seiten Times New Roman auf Schriftgröße 10 geschrieben. Scheiße. Das wurde dann runtergekürzt irgendwie auf 316 Seiten oder so. Boah. Ach geil, hier der Black Garone schreibt, hab's direkt bestellt. Nice, wir haben den Link gerade hier reingehauen. Ey, geil auf jeden Fall. Dankeschön. Das freut mich doch. Ich hoffe, da ist auch ein, wenn Bestseller war, ich habe keine Ahnung von Bücherverkäufen, wie das ist, so was da hängen bleibt, wie viel man verkaufen muss, um irgendwie in der Bestsellerliste zu landen. Lohnt sich nicht. Nee, ne? Nein, da musst du schon einen guten Roman schreiben, der irgendwie gut verlegt wird. Also die Zeit, die ich da investiert habe, wenn ich das gegenrechne, dann habe ich 1 Euro Stundenlohn bekommen. Okay. Aber ja?
Es ist halt, heute bin ich stolz drauf, wenn mich Schüler anschreiben und sagen, ich muss ein Referat über das Buch machen, kannst du mir nochmal 2, 3 Fragen beantworten oder so. Und das finde ich cool, dass junge Leute das lesen und sie beschäftigen sich damit und gucken, wo dieser Lebensweg hingeführt hat. Und das macht mich eher stolz. Ja. Finanziell ist ein Buch, sag ich mal, kannst einen schönen Urlaub von machen und deine Familie einladen und dir vielleicht noch eine Fake-Rolex kaufen, dann war es das. Ja, okay, dann schreibe ich doch nicht. Ja, warte mal, was war denn das nochmal? Was ist mir eben noch immer eingefallen? War das Buch, Film? Nee. Genau, einer hat noch gefragt, was deine Lieblingswaffe ist. Hast du noch eine? Meine Lieblingswaffe? Mhm. Also, ich darf das hier, glaube ich, spoilern, sage ich mal. Jenke von Wilmsdorf ist für die Doku mit mir auf den Schießplatz gefahren. Da haben wir mal wieder geschossen. Ja. Ansonsten, ich spiele keine Ballerspiele mehr. Ich interessiere mich für Waffen nicht. Kein Interesse mehr dran. Guckst du UFC? Nein. Auch nicht. Okay. Straight Edge. Wie steht Philipp zum Einfluss von Kategorie C, hungrige Wölfe, in Bezug aufs Ködern des rechten Spektrums aus der Hool-Szene? Eine ganz gefährliche Sache. Kategorie C ist eine Hooligan-Band mit eindeutig rechten Musikern, mit rechten Gedankengut. Und die haben sehr, sehr viele Leute beim Fußball abgefischt über diese Hooligan-Musik und haben sie zum Rechtsextremismus gebracht. Das ist eine sehr gefährliche Band in meinen Augen. Ach so, krass. Noch nie gehört. Aber ja, macht ja auch Sinn. Okay, krass. Ja, ey, mein Lieber, du hast ja gesagt, du wirst auf jeden Fall nochmal wiederkommen und ich werde mich morgen auch nochmal melden. Ich habe auch nochmal, also mich auf jeden Fall nochmal bedanken und vielleicht kriegt man das ja mal hin, wenn im Sommer irgendwie, dass man im Sommer vielleicht mal zusammen mit einem Gin Tonic und einer Zigarette sich die Sonne auf die Plauze scheinen lässt. Ey, hat mich riesig gefreut, Alter. Krass, was du hier rausgehauen hast. Die Leute, die Zahlen sprechen für sich, die Chat-Beteiligung. Wenn die Chat-Beteiligung manchmal, bei uns ist sie manchmal gering, weil halt alle einfach nur davor sitzen und sich das reinziehen. Weil die halt so ein bisschen gebannt sind, was hier so passiert. Und das war, glaube ich, gefühlt für mich heute auf jeden Fall der Fall. War einer der krankesten Streams auf jeden Fall. Ich möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit. Und ja, Mann, Alter, du musst auf jeden Fall nochmal rumkommen. Safe. Und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich wäre nicht so lange geblieben, wenn ich keinen Spaß gehabt hätte, zumindest an deinem Talk und wie du das gemacht hast. Ich fühlte mich gleich sehr wohl bei dir und der Community. Nice. Ich kann auch immer noch rumzicken, ja, dann hätte ich gesagt, so, wir sind drüber, ich muss los und eine Ausrede. Ja. Und von daher, ich hätte auch nicht angeboten, wiederzukommen.